Meine Damen und Herren, es ist uns eine Freude, dass Sie heute da sind. Es ist uns auch eine große Freude, dass Sie so zahlreich da sind. Es sind nicht nur Menschen körperlich anwesend hier, es sind auch Menschen im Hörsaal 4 anwesend, die auch diese Veranstaltung dank Livestream mitverfolgen. Schön, dass Sie auch da sind. Wir begrüßen herrlich auch Herrn Vizerektor Professor Psena, schön, dass Sie da sind, die Institutsleiterin vom Institut für Erziehungswissenschaft, Professor Maria Wolf, schön, dass du da bist. Wir begrüßen Sie alle recht herzlich, auch wenn wir es leider nicht namentlich machen können. Wir begrüßen auch recht herzlich unsere Dolmetscherinnen, die uns heute helfen, die Inhalte und das, was hier besprochen wird, für viele verständlich zu machen. Dankeschön. Es ist eine Freude, dass wir diese Veranstaltung in Kooperation gemacht haben, nämlich ist das die Kooperation von zwei Bereichen, die am Institut für Erziehungswissenschaft angesiedelt sind, nämlich die Lehr- und Forschungsbereiche für Disability Studies und für Migration und Bildung. Und das Thema, das uns heute betrifft, das uns heute beschäftigt, betrifft ja maßgeblich zwei Bereiche, aber auch viele andere in unserer Gesellschaft und in der Bildungspolitik. Das sollen wir dann etwas in Ruhe noch eruieren. Auch zur Kooperation dieser Veranstaltung gehört BIDOC, das ist die Online-Bibliothek für Behinderung und Inklusion. Also schön, dass ihr auch dabei seid. Ich würde auch ganz gerne die Kolleginnen und Kollegen am Podium begrüßen. Sie werden heute die inhaltlichen Beiträge beisteuern, nämlich Dr. Michael Luciak aus Wien. Schön, dass Sie da sind. Ja, da muss man sich ein bisschen so zurechtfinden. Dann Professor Dr. Ewald Fehrer, jetzt links. Professor Dr. Inge Dirim. Danke, dass Sie auch den Weg nach Innsbruck auf sich genommen haben, um heute bei uns zu sein. Von nicht so weit weg kommen auch Frau Dr. Jeschim Kaschab-Gentingöck, schön, dass du da bist, und Professor Dr. Volker Schönwiese. Ich habe mir einen kleinen Einstieg überlegt in die Diskussion. Es ist ja nicht so günstig, wenn bei einem so gut besetzten Podium und in einem so gut besetzten Saal lange Einleitungen stattfinden. Das werde ich vermeiden. Also ich werde heute keine lange Einleitung machen, das habe ich mir vorgenommen. Und doch habe ich mir aber auch vorgenommen, eine kurze Frage zu stellen, die eine Überraschungsfrage ist für die Diskutanten, Diskutantinnen, also sind nicht vorgewarnt. Diese kurze Frage braucht aber einen kurzen Vorspann. Und der Vorspann ist ein Zeitungsbericht aus September 2012 vom Staatssekretär Sebastian Kurz, Staatssekretär für Integration. Ich lese ein bisschen Zeitung vor. Integrationssekretär Sebastian Kurz, ÖVP, lässt sich von ablehnenden Kommentaren zu seiner jüngsten Forderung nach Vollschulklassen für Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse nicht beirren. Vor dem Ministerrat am Dienstag bekräftigte er seinen Vorstoß und verlangte nach einer entsprechenden Gesetzänderung. Konkret will er, dass die Beherrschung der deutschen Sprache ein Kriterium bei der Ermittlung der Schulreife wird. Ich überspringe einige Passagen. Derzeit erfolgt die Beurteilung der Schulreife anhand körperlicher, intellektueller sowie sozioemotionaler Merkmale. Fehlende Deutschkenntnisse sind dagegen kein Grund für ein Verweigern der Schulreife. Das will Kurz ändern. Wir brauchen ein neues Gesetz. Und in diesem sollen die sprachlichen Fähigkeiten, vor allem die Deutschkenntnisse, ein weiteres Merkmal werden. Der Staatssekretär kündigte an, in dieser Sache das Gespräch mit Unterrichtsministerin Claudia Schmidt, SPÖ, zu suchen. Diese hat ja zuletzt wenig Gefallen an seinem Vorstoß gefunden. Und so geht es weiter. Das berichtet der Standard. Zwei Tage später bringt der Kurier die ganze Frage auf eine starke Pointe, nämlich Ghetto oder Förderklasse. Eine Frage der Parteifarbe. Letzte Woche hat es in der Koalition zwischen Integrationssekretär Sebastian Kurz und Schulministerin Claudia Schmidt gescheppert. Er hielt ihr vor, die Integration zu blockieren.
Es brauche eigene Klassen für Schüler, die nicht gut genug Deutsch können für den Unterricht. Schmitz Konter. So schaffe man Ghetto-Klassen. Nun die Frage an Sie am Podium mit der Bitte, die wirklich in zwei Sätzen zu beantworten. Ist die Frage Sonderschule, Sonderklassen, ja oder nein, eine Frage der politischen Farbe? Der politischen Farbe, der politischen Einstellung? Ich glaube nicht der politischen Einstellung, sondern prinzipiell der Einstellungen zum Menschsein, zum Leben, zur Gesellschaft. Und das geht über die politischen Farben hinweg quer durch, letztendlich, glaube ich. Ja, also offenbar gibt es einige politische Einstellungen, nach denen solche Sonder- oder Ghetto-Klassen, wie sie genannt werden, eingerichtet werden sollen. Ich glaube, da gibt es durchaus unterschiedliche politische Perspektiven mit verschiedenen Lösungsansätzen. Also dieser kurze Satz erläutert mir schon die Logik des Bildungspolitik, nämlich die Separatismus, und das dauert an. Ja, ganz offensichtlich. Jetzt geht's. Hallo? Jetzt geht's. Ganz offensichtlich wird hier etwas zum Politikum gemacht. Ich würde vorschlagen, man denkt das einen Schritt weiter. Was heißt das, wenn die Schulreife davon abhängig ist, dass dann die Kinder so lange nicht in die Schule gehen dürfen, bis sie eine bestimmte sprachliche Kriterien erreichen? Was würde das in bestimmten Fällen bedeuten, dass sie dann so lange zurückgehalten werden? Also diese Konsequenzen sind wirklich äußerst problematisch. Ist meine Stimme laut genug? Die Geschichte, die Frage ist nicht parteipolitisch zu klären, aber natürlich hochpolitisch zu klären. Aber wir haben viele Beispiele, dass es quer durch die politischen Parteien durchgeht und dass vor allem auch ein Faktor, nämlich auch der persönlichen Erfahrung, oft alle politischen und natürlich auch parteipolitischen Fragen sprengt. Vielen Dank für die prägnanten Antworten. Ich glaube, jetzt haben wir so eine gewisse Basis, um an unsere Frage heranzugehen, nämlich nicht nur die Frage, wofür bin ich, ja, was finde ich eine gute Lösung, sondern auch die Frage nach den Effekten einer Praxis, einer gesellschaftlichen und bildungspolitischen Praxis. Und heute haben wir auch Ergebnisse von Langzeitstudien, die einiges belegen, mit denen wollen wir uns auch beschäftigen. Dafür sind auch unsere Mitdiskutantinnen sehr gut qualifiziert und ausgewiesene Expertinnen und Experten, um auch darüber zu berichten, was die Forschung dazu sagt. Nämlich, welche sind die Folgen, die Effekte, aber auch die Mechanismen, die Qualifizierungskriterien, die Diagnostik, die zum Beispiel eben der Diagnose einer notwendigen Sonderförderung vorangehen. Das soll uns heute auch beschäftigen. Welche Prozesse der Diagnostizierung, der Andersmachung, des Otherings gehen dem Befund voraus? Es gibt Menschen, Kinder, die nicht zur schulischen Normalität gehören können, aus unterschiedlichen Gründen. Und da begegnen wir auch unterschiedlichen Argumentationsmustern und Argumentationslinien. Eine lautet auch in meritokratischer Manier etwa so, das ist auch vom Nachteil für die anderen. Ja? Also es geht auch um das Recht der anderen, in ihren Lernmöglichkeiten nicht gehindert zu werden von Menschen, die, wie auch immer aus welchen Gründen, langsamer lernen, anders lernen, nicht richtig lernen. Das sind also Fragen, die nicht nur Bildungspolitik, sondern auch Gesellschaftspolitik betreffen. Wir werden heute das in drei Schritten machen. In einem ersten Schritt gibt es die Statements von unseren sozusagen auswärtigen Referentinnen, von unserer Referentin, von unseren Referenten. In einem zweiten Moment werden auch die zwei Lehr- und Forschungsbereiche am Institut für Erziehungswissenschaft, jetzt repräsentiert durch Volker Schönwiese und Jeschin Kassab, Stellung dazu nehmen. In einem dritten Moment wird es auch die Möglichkeit geben, dass hier ein Austausch stattfindet, ein Gespräch, eine erste Reaktion auf die unterschiedlichen Beiträge. Und zum Schluss wollen wir dann die
Publikumsdiskussion eröffnen. Viel mehr möchte ich nicht sagen, sondern Sie, Herr Professor Feierer, bitten, mit Ihren Ausführungen anzufangen. Wir haben uns vorgenommen, dass diese ungefähr 15 Minuten lang sind. Wenn Sie ein bisschen überziehen, ist das auch okay. Aber ich melde mich, wenn die 15 Minuten vorbei sind. Bitte sehr. Ja, zuerst recht herzlich willkommen hier im Saal, aber auch im Hörsaal 4. Danke für die Einladung. Laut meinen Abmachungen, wie es gesagt worden, ich sollte einen Input von circa 20 Minuten geben. Aber vielleicht schaffe ich es auch in 15 Minuten, wir werden sehen. Ich habe mir den Titel gesetzt, auf dem Weg zu inklusiven Regionen, Chancen und Herausforderungen, und möchte ganz kurz darauf eingehen, zuerst, was meint denn Inklusion eigentlich aus meiner Sicht? Was ist der momentane Stand der Entwicklungen in Bezug auf inklusive Schulentwicklung und welche Herausforderungen und Chancen stellen sich für Schulen, die Lehrerbildung und die Bildungspolitik? Inklusion wird sehr oft aus der Sicht der Sonderpädagogik diskutiert und sehr, sehr eingeschränkt gesehen in Hinsicht auf Menschen mit Beeinträchtigung, weil es eben auch aus dieser Diskussion sehr stark herausgewachsen ist. In Wirklichkeit ist aber inklusive Bildung viel, viel breiter zu denken, wie ich hier mit dieser Definition der UNESCO sichtbar machen möchte, die eben auch ausdrückt, dass Inklusion ein ständiger Prozess der Weiterentwicklung ist, um qualitativ gute Bildung für alle anzubieten, unter Berücksichtigung der Diversität, der verschiedenen Bedarfe, der verschiedenen Lernmöglichkeiten, Lernerwartungen, sowohl der Studenten als auch der Gemeinden. Und dabei der Eliminierung von allen Formen von Diskrimination. Also es ist ein ganz breiter Prozess und dementsprechend ist auch der Begriff Behinderung aus der Sicht der UN-Behindertenrechtskonvention nicht mehr medizinisch zu sehen, sondern zu definieren als unzureichende Partizipation, in dem passende Entwicklungsanreize fehlen und auch die Unterstützung fehlt, um sich weiterentwickeln zu können. Ganz kurz vielleicht zu dem Begriff besondere Bedürfnisse, ein kleiner Exkurs. Immer wieder wird das Special Needs als besondere Bedürfnisse übersetzt. Hier möchte ich Sie ersuchen und auffordern, diesen Begriff anders zu übersetzen, nämlich mit besonderen Bedarfen. Denn Bedürfnisse haben eigentlich alle Menschen die gleichen, nach Liebe, Anerkennung, Nahrung und so weiter, Autonomie, Selbstwirksamkeit, aber jeder Mensch hat einen anderen Bedarf, um auch diese Bedürfnisse sich erfüllen zu können. Also es geht in der Pädagogik letztendlich darum, im Zusammenhang mit Inklusion allen angemessene Herausforderungen und Unterstützung zu bieten, allen und insbesondere auch jenen Schülern, die einem hohen Risiko von Ausschluss, Marginalisierung oder Underachievement ausgesetzt sind. Denn es muss gewährleistet sein, dass wirklich alle Gruppen, wann immer nötig, und für alle Gruppen Schritte eingeleitet werden, die ihre Präsenz und ihre Teilhabe sowie ihren Erfolg im allgemeinen Bildungssystem sicherstellen, wie Lindmeier 2010 feststellte. In einem Projekt Integer, in dem auch die Universität Innsbruck mit Volker Schönwies ja auch vertreten war, haben wir damals Integration, aber durchaus im Sinne von Inklusion definiert, mit drei Merkmalen und haben gesagt, eine inklusive Schule ist eine Schule für alle, die insofern demokratisch ist, dass jede und jeder alles lernen darf, aber niemand alles lernen muss. Sie ist insofern human, weil jede und jeder das auf seine oder ihre Art und Weise lernen kann. Und sie ist insofern solidarisch, weil jede die dafür notwendige Unterstützung und Assistenz bekommt. Schulen in inklusive Regionen, wie sie jetzt im nationalen Aktionsplan angedacht sind, müssen daher in Zukunft Diskriminierung durch Klassifizierung und Etikettierung vermeiden. Sie müssen von vornherein alle willkommen heißen, und zwar unabhängig von deren Fähigkeiten oder Unfähigkeiten. Sie müssen alle am sozialen Geschehen gleichberechtigt teilhaben lassen und sie müssen an ihre strukturellen Bedingungen verändern, um den Voraussetzungen und Bedarfen aller Nutzerinnen optimal gerecht werden zu können und damit optimale Entwicklungen zulassen zu können. Ja, wie schaut es aus? Wie ist der Stand der Entwicklung momentan? Mit dieser Grafik möchte ich nur ganz kurz zeigen, sie entstammt dem nationalen Bildungsbericht, dass in allen Bundesländern in Österreich eine sehr parallele Entwicklung stattgefunden hat, allerdings auf unterschiedlichem Niveau. Man kann sozusagen von drei Gruppen sprechen, eine Gruppe mit sehr niedrigen Integrationsquotienten, eine Gruppe mit mittlerer Integrationsausrichtung und eine Gruppe mit relativ hoher Integrationsausrichtung.
Sie sehen hier die neuen Bundesländer in Bezug auf ihren Integrationsquotienten seit 1994 abgebildet. Damals wurde ja die Integration per Gesetz eingeführt und Sie sehen ungefähr eine Steigerung bis zum Jahr 2000, 2001 und ab dann eine Abflachung. Das große Loch in der Mitte, da gibt es keine statistischen Daten, aber im Prinzip ist hier eine gerade Linie ungefähr zu denken. Also seit 2000, 2001 stehen die Entwicklungen ungefähr gleich und im Spitzenland der Steiermark sind im rund 80% aller Kinder integriert, in Niederösterreich, Vorarlberg und Tirol rund 30-35% aller Kinder. Also es gibt einen enormen, hohen regionalen Unterschiede und das aber nicht nur bundesländerweit, sondern wie Sie ja wissen, auch in den Bundesländern selbst, wenn man die Bezirke vergleicht, Reutte und andere Bezirke, auch hier natürlich deutliche Unterschiede. Warum ist diese Weiterentwicklung sozusagen, warum ist diese Parallelisierung, eigentlich dieser Totstand der Weiterentwicklung eingetreten? Meiner Meinung nach ist die Entwicklung an systemische Grenzen gestoßen. Integration wurde und wird additiv als Parallelsystem zur Sonderpädagogik gedacht und ist so auch gesetzlich verankert. Die Politik hat zwar eine innere Schulreform bevorzugt, also eine Veränderung der Pädagogik, aber hat sich gegen jegliche Diskussion einer äußeren Schulreform gewehrt. Das Paradigma der Segregation ist daher noch immer strukturell bestimmend. Wir haben im Gesetz, im Schulorganisationsgesetz noch immer 11 Sonderschularten verankert. Die Sonderpädagogik ist im Bereich der Pflichtschule zuständig, nicht im Bereich zum Beispiel der Berufsbildung, wo ja doch auch eine integrative Berufsausbildung bereits möglich ist. Wir haben noch immer das Etikettierungsressourcendilemma, das heißt, wir müssen die Kinder zuerst stigmatisieren, etikettieren, damit wir ihnen nachher helfen können. Es gibt keine Objektivität bei der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, wie die unterschiedlichen Prozentzahlen zwischen den Bundesländern und Bezirken ja zeigen. Es wird noch immer die Frage der Integrationsfähigkeit an das Kind gerichtet und wenn man meint, dass das Kind zu schwer beeinträchtigt ist, dann stellt man fest, dass dieses Kind eben noch nicht integrations- oder inklusionsfähig ist. Es herrscht noch immer die Zweigruppentheorie in den Köpfen der Lehrer und Lehrerinnen vor. Das heißt, das Unterscheiden zwischen behindert, nicht behindert, zwischen Ausländer, nicht, also Ausländer, nicht Ausländer, Menschen mit erster Sprache, mit deutscher Erstsprache, Menschen mit anderer Sprache. Die Defizitorientierung ist in unseren Schulen vorherrschend und noch immer der pädagogische Reduktionismus, also das Denken, dass man sozusagen gescheitere Kinder, Kinder, die lernfähiger sind, mit mehr Lernstoff und mit höheren Themen auseinandersetzen lassen kann und Menschen, die eben lernbehindert sind, muss man die Welt reduzieren, indem man ihnen Stoff wegnimmt. Das führt auch in Integrationsklassen, wie sie ja schon lange jetzt gesetzt sind und umgesetzt werden, zu nicht unbedingt pädagogisch guten Lösungen. Und man sieht immer wieder auch Integrationsklassen, wo Kinder sehr oft in getrennten Phasen lernen, entweder in der Klasse oder auch vor der Klasse am Gang oder in anderen Räumen. Die Herausforderungen, die sich damit stellen bei der Weiterentwicklung hin zur Richtung, in Richtung inklusive Regionen, sind einmal ganz grundlegende Natur zuerst. Österreich ist, so wie andere Schulsysteme in Mitteleuropa, auch sehr stark von selektiven Gedanken geprägt und hier muss ein Umdenken passieren, wie es zum Beispiel in Nordeuropa eher ist. Eine Förderorientierung anstelle einer Selektionsorientierung müsste die grundlegende pädagogische Haltung werden. Damit müsste es auch zu einer Qualitätssteigerung, natürlich auch insbesondere in den Regelschulen kommen, denn die waren ja bisher nicht in der Lage, sozusagen Kinder, die mit sonderpädagogischem Förderbedarf ausreichend zu fördern. Hier muss eine Veränderung stattfinden, damit dem inklusive Pädagogik Platz finden kann. Es geht um einen Abbau von Barrieren beim Bildungszugang, und zwar nicht nur räumlich, sondern auch materiell und sozial. Es geht um eine Kompetenzorientierung und eine Dekategorisierung, also die Kinder sollten in Zukunft nicht mehr nach lernbehindert, sprachbehindert und so weiter zugeordnet werden müssen, Kinder mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund. In dem Zusammenhang auch um eine Neuverordnung der Sonderpädagogik und natürlich auch um eine Neuausrichtung der Lehrerinnenbildung, damit dort die entsprechenden Grundlagen gelegt werden können. Für die Schulen ist das Schlagwort der Herausforderung umgesetzt mit dem Wort Individualisierung und innere Differenzierung. Bisher hatte das Schulsystem auf die Heterogenität in der Gesellschaft durch äußere Differenzierung mit dem gegliederten Schulsystem reagiert. Nun würde es heißen, eine gemeinsame Schule aufzubauen mit innerer Differenzierung und Individualisierung. Und individualisiertes Lernen kann funktionieren, wenn Lehrerinnen schülerorientiert arbeiten, wenn sie offenen Unterricht gestalten, ganzheitlichen Unterricht, wenn sie den Schülern mehr Eigenverantwortung zutrauen und auch mehr Mitbestimmung.
Die Herausforderungen der Lehrerinnenbildung sind die sozusagen die Grundlagen dafür zu schaffen, damit diese Individualisierung und Differenzierung funktionieren kann und damit eben für eine volle und effektive Partizipation die Grundlagen gelegt werden können. Das heißt, Lehrerinnen müssen in der Zukunft in der Lage sein, Schulversagen zu verhindern, die Chancen auf angemessene Bildung benachteiligter Gruppen und Personen zu erhöhen, die Reproduktion sozialer Ungleichheit zu durchbrechen und alle dabei zu unterstützen, starke, umfassend gebildete Persönlichkeit zu werden, wie das BOP 2011 ausgedrückt hat. Im Zusammenhang mit Behinderung, Beeinträchtigung geht es um die Überwindung medizinischer Sichtweisen. Dieses Denken, dass jemand behindert ist und nicht behindert wird, ist einfach im Alltag noch immer ganz, ganz stark ausgeprägt. Und es geht eben in dem Zusammenhang um den Abbau von Diskriminierungen. Und das dritte große Herausforderung könnte man sagen, alle Lehrer sollten die Vielfalt als Chance sehen und nicht als Hindernis und ihn pädagogisch nutzen können. Das heißt, sie müssen einerseits einmal die Einstellung dazu mitbringen, damit überhaupt ein räumliches Zusammensein möglich wird, dass alle human angenommen werden in ihrem So-Sein, dass sie ausreichend Verständnis gegenüber den Bedarfen aller entgegenbringen, aber dass sie auch genügend Wissen und Kompetenzen mitbringen, um eben mit der Vielfalt adäquat auch umgehen zu können. Die größten Herausforderungen stellen sich an die Politik, denke ich mir. Hier wird es höchste Zeit, dass auch wirklich politisch gesteuert wird. Bisher, muss man sagen, wurde das Prinzip, das Steuerungsprinzip, alles ist möglich, aber nichts ist fix, wie ja die Unterschiede in den verschiedenen Bundesländern oder in den verschiedenen Bezirken zeigen. Die regionalen Unterschiede wurden nicht nur verkleinert, sondern sie wurden in den letzten 20 Jahren sogar vergrößert. Und als entscheidend dafür können die Haltungen der Entscheidungsträger, die lokalen Traditionen und Angebote genannt werden. Das politisch an und für sich gut argumentierbare Elternwahlrecht, alle Eltern von beeinträchtigten Kindern sollten selbst entscheiden können, ist aber damit auch zur Farce geworden. Man hat gesehen, dass es eben die Entscheidungsträger sind, die letztlich entscheiden und nie die Eltern wirklich entscheiden können. Heute werden sozusagen drei Optionen mehr oder weniger diskutiert. Das eine ist so die Option der Sonderschulbefürworter, die Pluralität der Förderorte, das Elternwahlrecht muss gewährleistet sein. Das wäre sozusagen die Fortsetzung der bisherigen Praxis, Integration und Sonderschule als Parallelsysteme im Gesetz verankert. Und je nachdem, wie eben die Region sich entscheidet, hat man eher diese Lösung oder Mischformen. Den Gegenpol dazu könnte man benennen mit der Forderung sofortige Abschaffung aller Sonderschulen. Das hat man in Kärnten gesehen, ist natürlich mit einem starken gesellschaftlichen Widerstand auch verbunden. So hat sich die Politik jetzt entschieden für einen dritten Weg, in dem Inklusion sozusagen als Chance für Sonder- und Regelschulen definiert wird. Im nationalen Aktionsplan ist ein Ziel verankert worden, ein Ziel nämlich bis zum Jahr 2020 flächendeckend inklusive Regionen einzurichten. Meilensteine wurden nicht wirklich festgelegt, wären aber notwendig auch zu sagen, dass man sagt, bis zum Jahr sowieso hat man diesen Prozentsatz erreicht und so weiter und so fort. Es wurde damit auch ein ausreichend langer Übergang festgelegt, der es möglich macht, die Entwicklung jetzt in diese Richtung anzugehen. Was, glaube ich, noch zusätzlich notwendig ist, ist auch eine wirklich ausreichende Unterstützung aller Schulen anzubieten und eben den Versuch zu wagen, alle gesellschaftlichen Kräfte in den Diskurs mit einzubeziehen. Ein bisschen ein Problem ist mit dem Nationalen Aktionsplan, dass es ein Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung ist, in dem die Länder und Gemeinden zwar als Mitwirkende ernannt werden, aber wo eigentlich noch keine Verhandlungen gegeben hat, wie diese Mitwirkung ausschauen soll. Und soviel ich weiß, haben auch noch nicht viele Länder und Gemeinden sich bisher auch wirklich Gedanken gemacht, wie sie jetzt dann diesen Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung umsetzen wollen und wie sie sich daran beteiligen wollen. Als notwendige Unterstützungsmaßnahmen zur Entwicklung hin in Richtung inklusive Regionen muss gesagt werden, dass eben eindeutige und klar kommunizierte Strategien Grundvoraussetzung sind. National kann man sagen, ist jetzt zumindest ein erster Schritt passiert, regional muss das noch passieren. Es muss ein breiter gesellschaftlicher Konsens hergestellt werden, aber es müssen auch ganz real die Bedingungen geschaffen werden. So sind zum Beispiel die Gesamtressourcen im sonderpädagogischen Bereich in den letzten Jahren Jahr für Jahr geringer geworden und die in den § 15a-Vereinbarungen werden ja 2013 wieder
verhandelt. Und hier muss meiner Meinung nach als erster Schritt ganz wesentlich passieren, dass die Bundesregierung auch ein Zeichen setzt und sagt, okay, dieser Bereich ist uns jetzt auch mehr wert und wir stellen mehr Ressourcen in diesem Bereich zur Verfügung. Als Ersatz für eine Nichtanpassung der Ressourcen hat es ja damals 2008 Strukturmillionen gegeben, aber wie diese Strukturmillionen verwendet wurden, wurde praktisch nicht kontrolliert. Und hier denke ich mir, sind einfach auch ja, qualitätssichernde Maßnahmen zu treffen, damit die vorhandenen Strukturmillionen auch entsprechend eingesetzt werden, eben zur Finanzierung von fehlenden Lehrern, zur Finanzierung von Projekten zur inklusiven Schulentwicklung und so fort. Ein zweiter wesentlicher Aspekt wäre, glaube ich, dass die bisher bestehenden sonderpädagogischen Zentren, die ja praktisch an Sonderschulen bisher verankert waren, ich glaube auch jetzt in Tirol ja als nächsten Schritt von den Sonderschulen weggelegt werden, sich aber trotzdem breiter definieren, nämlich als pädagogische Zentren. Als pädagogische Zentren, die die Schulen unterstützen und nicht sozusagen für die Kinder oder die Sonderpädagogen alleine zur Verfügung stehen. Hier wäre der Ansatzpunkt sozusagen das Rundschreiben besser fördern. Es geht darum, dass die Schulen es schaffen, verstärkt kooperativen Unterricht zu verankern, Helfersystemen unter Schülern auch zu nutzen und Unterstützerkreise ausbauen. Und es geht vor allen Dingen dann auch, wenn man inklusive Modellregionen aufzieht, darum zu überlegen, wie kann man den Ressourcen flexibler vergeben, ohne eben in dieses Etikettierungsressourcendilemma zu kommen. Das heißt, wie kann ich systembezogen Ressourcen vergeben und nicht kindbezogen nach einer Diagnose sonderpädagogischer Förderbedarf. Und es geht auch darum, dass natürlich ein Qualitätsmonitoring passiert in Richtung, wie kann denn inklusive Unterrichtung qualitätsvoll umgesetzt werden. Weitere Unterstützungsmaßnahmen sind, dass Schulen, und zwar Sonderschulen als auch Regenschulen, dabei unterstützt werden, mit internen selbstevaluativen Qualitätsmaßnahmen sich in Schulen für alle umzuwandeln. Hier kann das Instrument des Index für Inclusion ja genannt werden, als optimales Instrument dafür. Aber auch dafür sind wieder Unterstützungsressourcen notwendig. Man könnte an den Nahtstellen und Übergängen optimieren. Man müsste unbedingt die außerschulischen Bereiche einbinden. Es wäre hilfreich, Ganztagsangebote und Mehrstufenklassen auszubauen, weil dort die Vielfalt einfach sichtbarer wird und damit auch greifbarer und notwendiger wird, zu individualisieren und zu differenzieren. Die Diskussion um die Inklusion müsste unbedingt mit den zwei großen Diskussionsmaßnahmen im allgemeinen Schulwesen, die hier momentan stattfinden, verbunden werden, nämlich mit der Diskussion um die neuen Mittelschulen und auch um das Projekt SQA, wo es um eine neue Kultur in der Schulaufsicht geht und um neues Schulmanagement. Eine gemeinsame Lehrerinnenbildung, die ja jetzt angeblich auch bei der Regierungsklausur beschlossen worden ist und in nächster Zeit kommen soll, wäre ein Ansatzpunkt. Ich habe schon einmal gesagt, alle Systempartner in den Prozess sollten einbezogen werden, insbesondere auch die Gewerkschaft. Unterstützungssysteme sollten angeboten und nicht nur appellative Forderungen an die Schulen getragen werden. Selektive Maßnahmen müssten im gesamten Schul- und Bildungsbereich hinterfragt werden. Selektive Maßnahmen wie Noten, wie Jahrgangsstufen, Lehrpläne und so weiter. Beim Dienstrecht müsste natürlich schon auch hingeschaut werden, dass bisherige Sonderpädagogen nicht noch mehr benachteiligt werden, als sie das schon bei der Integration gemacht worden sind. Es müsste in den Schulen ausreichend Zeit, Raum und auch die Strukturen für erhöhte Kooperation geschaffen werden und für Partizipation aller Beteiligten, also auch die Einbindung der Schüler und der Eltern in den pädagogischen Prozess. Ich denke, wenn man 2020 flächendeckend inklusive Regionen haben will, dann müsste man relativ schnell einmal den Neuausbau von Sonderschulen stoppen und auch die Neuaufnahmen in Sonderschulen stoppen. Man müsste Sonderpädagogen verstärkt in die allgemeinen Schulen einsetzen, bei Teambildungen anfangs die Freiwilligkeit fördern und entsprechende Zusatzqualifikationen und Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen anbieten. Denn Integration sollte ja keine Frage des Ob sein mit der UN-Behindertenrechtskonvention, mit dem momentanen gesetzlichen Stand, sondern nur eine Frage des Wies. Und bei dieser Entwicklung geht es eben um die Verwirklichung einer humanen, demokratischen und solidarischen Gesellschaft, die noch einmal zusammenfassend eine innere und äußere Schulreform notwendig macht. Dabei kann die Idee der Inklusion und sollte die Idee der Inklusion nicht als Utopie verbrämt werden, sondern als Vision betrachtet werden. Als Vision, durchaus als radikale Vision, im Sinne an die Wurzel gehende Veränderung der Gesellschaft, die eben radikal gedacht werden muss, aber durchaus bei der Umsetzung pragmatisch herangegangen werden sollte. Es geht darum, in die Schulen mehr Heterogenität zu bringen, mehr Miteinander,
mehr Team- und Gruppenarbeit, mehr Förderung, mehr Wertschätzung, mehr Rückmeldung, mehr innere statt äußere Differenzierung, mehr Schülerzentriertheit und mehr Projektunterricht, also mehr Lernen an den wirklichen Fragen der Schülern in einer offeneren Form. Will man das Ziel der inklusiven Regionen bis 2020 erreichen, dann denke ich, ist es höchste Zeit, dass man sie ab morgen vorbereitet. In dem Sinne noch Erich Fried zum Schluss. Die Zukunft liegt nicht darin, dass man an sie glaubt oder nicht an sie glaubt, sondern daran, dass man sie vorbereitet. Danke für die Aufmerksamkeit. Sie merken schon, das Thema betrifft zwei Bereiche, die sich ganz stark in den Konsequenzen für den schulischen Alltag, für die Bildungspolitik berühren, aber die auch, was die Diskurse anlangt, ein bisschen auseinandergehen. Also wir merken zum Beispiel, dass der Begriff der Integration in der inklusiven Pädagogik im Hinblick auf Behinderung oder auf Menschen mit besonderen Bedarfen anders konturiert ist, als dieser Integrationsdiskurs zum Beispiel, der im Moment die Diskussion um die sogenannten Ausländerklassen prägt. Und ich freue mich jetzt auch auf die fortlaufende sukzessive Verschränkung der zwei Stränge, die uns heute beschäftigen. Ich freue mich auch sehr, jetzt den Vortrag von Frau Professor Inge Dirim ankündigen zu dürfen. Sprache in einem inklusiven Bildungssystem in Österreich. Inge, bitteschön. Danke. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich etwas zu den pragmatischen Vorgehensweisen sagen, die Sie angesprochen haben. Und zwar möchte ich allgemein etwas sagen zur Mehrsprachigkeit an österreichischen Schulen, dann was zur Bildungsbeteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, zu den Ursachen der Ungleichstellung, ganz wenig. Dann will ich auf das Deutsche als Zweitsprache genauer eingehen, etwas zur Ausbildung der Lehrkräfte sagen, zum Umgang mit dem Deutschen als Zweitsprache und danach etwas sagen zu den Qualitätsmerkmalen von als gut geltenden Schulen in multilingualen Umgebungen, den Begriff Bildungssprache Ihnen vorstellen und Bildungssprachförderung, weil er auch in die Richtung geht, die Sie angesprochen haben, nämlich ein Angebot für alle, ohne Etikettierung von Einzelnen. Und dann nochmal eine Methode vorstellen, nämlich die des Scaffolding im Umgang mit Deutsch als Zweitsprache und Mehrsprachigkeit. Ja, zu den Schülerinnen und Schülern mit nicht-deutscher Umgangssprache könnte man sehr viel sagen. Dieser Begriff übrigens ist nicht mein Begriff, aber es ist der Begriff der offiziellen Statistik. Das heißt natürlich nicht, dass diese Schülerinnen kein Deutsch sprechen, sondern es ist gemeint, es sind Schülerinnen und Schüler, die neben dem Deutschen auch andere Sprachen sprechen. Wahrscheinlich. Also jedenfalls, wenn wir uns hier die Zahlen anschauen, dann sehen wir, dass, also Wien ist rot markiert, weil ich in Wien arbeite. Leider habe ich jetzt keine Zahlen aus Innsbruck, aber wahrscheinlich ist das auch mehr oder weniger vergleichbar. Jedenfalls können wir sehen, in welchen Prozenten Schülerinnen und Schüler mit nicht-deutscher Umgangssprache, also zwei- und mehrsprachige Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen Schulen vertreten sind. Also schauen wir uns die Volksschulen an. In Österreich sind das etwa 24,1% Schülerinnen und Schüler. In Wien bereits 57,2%. Daran kann man sehen, dass es eine sozusagen Normalität darstellt, dass wir es mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, die mehrsprachig sind, obwohl die Schule mit einer anderen Normalitätsvorstellung arbeitet. An Hauptschulen sieht man dann, dass dieser Prozentsatz sich erhöht in Wien und das stellt ein Problem dar, weil man daran feststellen kann, dass sich an anderen Schulformen dann die Prozente erniedrigen müssen. Wenn wir uns jetzt die allgemeinbildenden höheren Schulen zum Vergleich anschauen, können wir das auch erkennen, nämlich da sind Schülerinnen und Schüler, die zwei- und mehrsprachig sind, zu einem Prozentsatz von 32,2 vertreten, woran man eine Ungleichverteilung erkennen kann. Man könnte das jetzt noch allgemeiner diskutieren. Es gibt auch Untersuchungen zu den Gründen dieser Ungleichverteilung und zu Details. Das kann ich Ihnen jetzt aber nicht vorstellen. Ich möchte damit nur einmal markiert haben,
dass es also eine Normalität darstellt, dass wir es mit mehrsprachigen Kindern und Jugendlichen zu tun haben und dass sie im Bildungssystem auf die verschiedenen Schulen in Österreich, die ja unterschiedliche Lebenskarrieren versprechen, sozusagen auch nicht in gerechter Form verteilt sind, ganz abgesehen von der Frage, ob dieses Bildungssystem überhaupt gerecht ist. Ja. Aber da hat man vielleicht eine Mehrfachungerechtigkeit sozusagen. Ja, Fördermaßnahmen an Schulen. Also welche Maßnahmen gibt es in Österreich zum Umgang mit dem Deutschen als Zweitsprache? Ich will jetzt auf das Deutsche als Zweitsprache eingehen und nicht auf Mehrsprachigkeit insgesamt. Um den Fokus ein bisschen zu halten, zur Mehrsprachigkeit können wir dann noch diskutieren, wenn der Bedarf besteht. Es gibt also die Maßnahme der Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zu der Kategorie außerordentlicher Schülerinnen und Schüler, wenn festgestellt wird, dass sie nicht ausreichend Deutsch sprechen. Daran ist dann das geknüpft, was Sie gesagt haben, Herr Feierer, nämlich dass bestimmte Ressourcen beantragt werden können, dass die Kinder 1 bis 2 Jahre lang im Deutschen gefördert werden können. Wobei die Verfahren, mit denen entschieden wird, ob die Schüler außerordentlich sind oder nicht, im Grunde sehr unterschiedlich sind und nicht unbedingt valide sind. Abgesehen davon ist es so, dass diese Maßnahme dann häufig additiv durchgeführt wird, womit dann der Bezug zum Unterricht nicht gut genug hergestellt wird und dieses Problem des Otherings und der Etikettierung auch stattfindet. Meistens gibt es dann über diese 1 bis 2 Jahre hinaus keine weitere systematische Förderung im Deutschen als Zweitsprache im österreichischen Bildungssystem, obwohl die internationalen Untersuchungen zeigen, dass die Kinder in der Schulsprache mindestens 4 bis 6 Jahre gefördert werden müssten. Da kommen wir dann zu einem sehr großen Problem, was in Diplomarbeiten an der Uni Wien auch herausgearbeitet worden ist, nämlich dass es dann zu einer Begründung gemacht wird zur Überführung der Kinder zum Sonderschulüberweisungsverfahren, wenn sie nach diesen 1 bis 2 Jahren nicht gut genug Deutsch können, weil davon ausgegangen wird von den Zuständigen, dass diese 2 Jahre reichen müssten. Aber dass wir jetzt nur 2 Jahre haben, hat mit fehlenden finanziellen Ressourcen zu tun und nicht damit, dass 2 Jahre ausreichend sind, dass die Kinder die Schulsprache Deutsch ausreichend lernen können. Ja. Gut, die Außenfortbildung der Lehrkräfte. Also inwiefern sind die Lehrkräfte in der Lage, damit umzugehen, dass in Klassen Kinder sitzen, die Deutsch nicht ausreichend beherrschen? Spezielle Kenntnisse zum Umgang mit Deutsch als Zweitsprache und Mehrsprachigkeit haben die meisten Lehrkräfte in Österreich nicht. Die meisten unterrichten ohne eine Vorstellung vom Umgang mit Deutsch als Zweitsprache und Mehrsprachigkeit. Und es ist auch so, dass die Maßnahmen für die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler im Erwerb des Deutschen als Zweitsprache nicht alle Schulformen umfassen und auch nur kurzfristig angeboten werden, auch nicht in allen Fächern angeboten werden. Das heißt, das Deutsch als Zweitsprache-Förderangebot ist in Österreich unzureichend. Es gibt das neu ausgearbeitete Konzept der durchgängigen Sprachbildung, das heißt der Umgang mit Deutsch als Zweitsprache in allen Unterrichtsfächern und über einen langen Zeitraum hinweg, der von den meisten Lehrkräften aber überhaupt nicht von ihnen bekannt ist oder bei ihnen bekannt ist. Es werden einige Methoden des Fremdsprachenunterrichts in Österreich angewandt, zum Beispiel das Wiener Modell Fremdsprachenwachstum. Wir haben es aber nicht mit einer Fremdsprache in einem einzelnen Fach zu tun, wie Englisch zum Beispiel oder Französisch oder Latein, sondern mit dem Sprachgebrauch in allen Unterrichtsfächern. Und da sind solche Modelle, vielleicht sind sie als Deutsch als Fremdsprachenmodelle geeignet, aber für Deutsch als Zweitsprache sind sie sehr unzureichend. Die meisten Lehrkräfte kennen auch keine Methoden der Sprachstandsdiagnostik, um passgenaue Förderangebote aufstellen zu können, also auch keine diagnosegestützte Sprachförderung. Und sie haben auch keinen Einblick in den Unterschied zwischen dem Erwerb des Deutschen als Erst- und als Zweitsprache. Ja, das ist ein ziemlich düsteres Bild. Jetzt kommt natürlich die Frage, was kann man da machen? Es gibt einige Untersuchungen, die anhand derer man erkennen kann, was die sprachlichen Merkmale guter Schulen, also erfolgreicher Schulen in multilingualen Umgebungen sind.
Mit Erfolg ist hier gemeint, dass der Unterschied zwischen dem Bildungserfolg von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund reduziert wird. Das wäre hier das Erfolgsmerkmal. Ja, Sie können einen kurzen Blick auf die Quellen werfen, die hier aufgelistet sind. Anhand dieser Quellen, dieser Forschungsergebnisse, habe ich eine Liste zusammengestellt, die ich Ihnen kurz vorstellen müsste. Also wie sollten die Schulen arbeiten, damit der Unterschied im Bildungserfolg aus sprachlicher Hinsicht reduziert wird zwischen diesen beiden Kindergruppen oder Schülerinnengruppen. Auf jeden Fall wäre es wichtig, den Deutsch als Förderunterricht mit dem Fachunterricht, mit den Fächern zu verzahnen, dass das Deutsche als Zweitsprache in allen Unterrichtsfächern berücksichtigt wird, dass die Förderangebote mindestens 6 bis 8 Jahre lang angeboten werden, dass aber es auch Bildungsangebote in den nichtdeutschen Erstsprachen, also Herkunftssprachen, gibt, und dass diese Sprachen auch verzahnt mit dem Deutsch als Zweitsprachförderunterricht und mit den Fächern angeboten werden. Dann ist ein wichtiger Aspekt das explizite Grammatiklernen. Also diese Vorstellung, man spricht mit den Kindern viel, dann werden sie auch die Sprache sich aneignen, die gilt nicht. Das haben verschiedene Untersuchungen gezeigt. Das heißt, es ist eine Professionalisierung im Hinblick auf den strukturellen Erwerb der Sprache vonnöten. Sprachstandsdiagnosen sind für die Untermauerung, die Fundierung von passgenauen Förderangeboten nach dem Entwicklungsmodell von Vygotsky sehr wichtig. Ja, ich möchte jetzt noch was sagen zu dem Begriff Sprachbildung als ein anderer Begriff, also als ein Ersatz für Sprachförderung. Der Begriff Sprachbildung ist in Hamburg eingeführt worden von Gogolin und Lange, und zwar ist damit gemeint, dass es in jedem Fach um sprachliche Bildung geht und dass es nicht um eine additive Maßnahme geht. Also es geht um Maßnahmen, die alle Lehrkräfte in allen Fächern anwenden können, also Techniken, auch didaktische Vorgehensweisen, damit die Kinder, die Deutsch nicht als Erstsprache lernen, in die Lage versetzt werden, ohne Wettbewerbsnachteil am Unterricht teilzunehmen. Diese fächerübergreifende Vorgehensweise ist mit Sprachbildung betitelt worden, um eine Unterscheidung zu additiven Maßnahmen der Sprachförderung auch herzustellen. Die durchgängige Sprachbildung wäre also ein Angebot, das die gesamte Bildungsbiografie im schulischen Bereich umfassen würde, wobei sich die Herausforderungen in den verschiedenen Stufen des Bildungssystems auch unterscheiden, weil die Ansprüche an die Kinder auch unterschiedlich sind in den verschiedenen Stufen des Bildungssystems. In der durchgängigen Sprachbildung wird also in den Blick genommen, welche Gegenstände wichtig sind, damit die sprachliche Heterogenität in den Unterricht mit einbezogen werden kann. Die Frage ist, welches übergeordnete Ziel verbindet unterschiedliche Ansätze und Methoden und kann Ziel in allen Unterrichtsfächern sein. Jetzt komme ich noch einmal zur Bildungssprache, die diesem Konzept zugrunde liegt. Bildungssprache wäre eine tradierte Sprache, die in Bildungsinstitutionen verwendet wird, die sich von der Alltagssprache unterscheidet, aber auch von den Fachsprachen. Das heißt, mit dem Konzept Bildungssprache gibt es eine Möglichkeit, in jedem Unterrichtsfach Schülerinnen und Schüler fächerübergreifend zu fördern. Das wäre also ein gemeinsames Konzept, das von allen Lehrkräften angeeignet und angewandt werden könnte, unabhängig von Fach. Das wären dann wichtig, die vertikalen Schnittstellen, also die Übergänge zwischen den verschiedenen Bildungsinstitutionen, um die Schülerinnen und Schüler dort weiter fördern, unterstützen zu können, wo sie stehen geblieben sind sozusagen. Aber auch die horizontalen Schnittstellen wären wichtig. Das heißt, es geht um eine Kooperation von verschiedenen Institutionen und Bereichen, die die Sprachentwicklung mitbestimmen, also zum Beispiel Bibliotheken, nicht nur Schulen, aber auch die Elternhäuser. Noch einmal zur Bildungssprache. Es handelt sich um eine im Rahmen der Bildungsinstitutionen tradierte fächerübergreifende Sprachform, die anders ist als die Fachsprache und die Alltagssprache. Sie hat verschiedene Merkmale. Ich habe nur die diskursiven ausgewählt. Es gibt also auch phonetische, morphologische, syntaktische Merkmale. Zu den diskursiven Merkmalen gehören zum Beispiel monologische Formen,
Eine solche monologische Form ist die Form eines Vortrags, wie Sie ihn jetzt hören. Das ist etwas, was an Schulen auch passiert, ja, im Rahmen des Unterrichts. Oder es gibt auch fachgruppentypische Textformen, zum Beispiel Protokolle und gewisse stilistische Konventionen, die im Rahmen der Schule gelten. Ja, die lexikalisch-semantischen Merkmale will ich jetzt überspringen und möchte ein bisschen eingehen auf das bildungssprachförderliche Handeln und auf einige Merkmale der Kompetenzen, die sich Lehrkräfte aneignen sollten. Das heißt, die Lehrkräfte würden so unterrichten, das ist bereits ausgearbeitet worden, und zwar unabhängig davon, welches Fach sie unterrichten, dass sie mit Blick auf das Register Bildungssprache unterrichten. Da stehen auch unterschiedliche Methoden zur Verfügung, unter anderem die Methode des Scaffolding, die im englischsprachigen Bereich ausgearbeitet worden ist. Scaffolding heißt Gerüst, das heißt, es geht um eine aufbauende Sprachförderung. Den Schülerinnen und Schülern werden bestimmte sprachliche Gerüste angeboten, mit denen sie alltagssprachliche Äußerungen zu bildungssprachlichen Äußerungen ausbauen können. Die Gerüste werden dann wieder abgenommen, wenn die Schülerinnen und Schüler bestimmte Lernschritte abgeschlossen haben. Da gibt es einen bestimmten theoretischen Hintergrund. Es wird mit der Lerntheorie von Vygotsky gearbeitet, nach der die kognitive Entwicklung weitgehend sozial und kulturell angeregt wird. Das heißt, dass die Kinder und Jugendlichen passgenaue Anregungen aus der Zone der nächsten Entwicklung haben in sprachlicher Hinsicht und die Lehrkräfte sie auf diese Zone bringen sollten. Scaffolding bietet dabei eine technische Möglichkeit der Unterstützung. Es gibt verschiedene Bereiche des Scaffolding, wobei die Vorgehensweise an den Kontext angepasst werden muss. Sie sehen, es ist ein hochdifferenziertes System, das aber, wie gesagt, in allen Fächern angewandt werden kann. Wir nehmen als Beispiel abschließend das Mikro-Scaffolding, das heißt zum Beispiel, dass die Lehrkräfte langsam sprechen, dass sie aktiv zuhören, also dass sie Signale geben, dass sie verstanden haben, was die Schülerinnen und Schüler sagen, dass sie aber auch in die Lage versetzt werden, Äußerungen zu verstehen, die nicht standardsprachlich Deutsch sind, also die migrationsspezifisch formuliert sind. Wenn also ein Kind sagt, ich möchte Schere und nicht eine Schere, dass verstanden wird, was gesagt wird. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Dann geht es darum, dass den Schülerinnen und Schülern solche Fragen gestellt werden, die zur Korrektur und zur Erweiterung der eigenen Äußerungen angeregt werden, anregen und dass eine Rekodierung durch die Lehrkraft stattfindet. Ein Beispiel aus dem Chemieunterricht könnte sein, wenn eine Schülerin gesagt hat, wir kippen das da rein, ja, dass dann so gearbeitet wird, dass diese Schülerin die Äußerung ausspricht, die Flüssigkeit wird in den Kolben eingefüllt. Da finden Sie fachsprachliche Elemente, aber auch bildungssprachliche Elemente. Und es geht darum, dass die Kinder es erkennen, an den eigenen Äußerungen so zu arbeiten, dass sie zu einer bildungssprachlichen Kompetenz kommen. Also dieses Modell der Bildungssprache ist ein Modell, an dem alle Kinder partizipieren können. Nach diesem Modell wäre es nicht notwendig, Kinder mit Migrationshintergrund speziell zu markieren oder Kinder, die Deutsch als Zweitsprache sprechen. Es heißt aber auch nicht, dass die speziellen Bedarfe nicht berücksichtigt werden, sondern dass die unterschiedlichen Zugänge zur Bildungssprache Deutsch auch berücksichtigt würden. Zum Beispiel die verschiedenen Erstsprachen, die die Schülerinnen und Schüler sprechen. Sie wissen sicherlich auch, dass die Erst- und Zweitsprachen sich in Interaktion miteinander entwickeln, dass sie also aufeinander auswirken. Wenn die Erstsprache gefördert wird, dass damit die Zweitsprache auch unterstützt wird und umgekehrt. Aber das geschieht nicht automatisch. Das Scaffolding kann auch dazu genutzt werden, dass beide Sprachen so eingesetzt werden von der Lehrkraft, dass sie sich gegenseitig positiv beeinflussen. Dazu hat zum Beispiel Hans-Joachim Roth gearbeitet. Ja, damit möchte ich auch meinen Vortrag beenden. Ich hoffe, dass da einige Anregungen enthalten waren für die Diskussion des Konzepts der Bildungssprache als ein Alternativmodell zur Deutsch als Zweitsprachförderung. In aller Kürze, ich habe vorhin etwas vergessen zu sagen, und zwar sollte ich Sie alle sehr herzlich von Paul Mecherin, dem ehemaligen Leiter des Instituts für Erziehungswissenschaften in Innsbruck, grüßen. Ja, danke schön.
Jetzt freue ich mich auch sehr auf die Ausführungen von Dr. Michael Luciak, der schon diese zwei Themenbereiche verbindet, die uns schon die ganze Zeit beschäftigen, einige Unterschiede und Differenzierungen und Entwicklungen aber auch ausarbeitet. Schön, und ich bitte Sie dann um Ihren Vortrag, um Ihren Beitrag. Ja, vielen Dank. Wie Sie richtig sagen, ich möchte versuchen, genau diese zwei Dimensionen und Vielfalt, die hier angesprochen wurden, zu verbinden. Der Vorteil, keine PowerPoint-Präsentation zu haben, ist auch, dass man etwas weglassen kann. Das heißt, einiges von dem, was hier bereits gesagt wurde, auf das werde ich jetzt nicht hier noch einmal eingehen. Ich möchte beginnen und etwas zu Überrepräsentanzen im Sonderschulwesen zuerst sagen, von Schülerinnen mit Migrationsgeschichte. Dann kurz auf die Widersprüchlichkeit zwischen früher Selektion im Bildungswesen und inklusiver Schulentwicklung eingehen. Etwas zu den Diskursen sagen, die sehr unterschiedlich ablaufen, je nachdem, über welche Zielgruppen gesprochen wird im Zusammenhang mit Inklusion, und vielleicht auch noch etwas zu den Qualitätskriterien. Eine Dimension, die, wie Sie sehen werden, ich auch noch stärker hervorkehren möchte, die bislang noch nicht so angesprochen wurde, ist die der sozialen Herkunft. Und das ist etwas, was man sehr stark im Kontext von Überrepräsentanzen im Sonderschulwesen erkennen kann, dass es von großer Bedeutung ist, das mit zu beachten. Ich habe jetzt noch etwas andere Schulstatistiken von 2007, 2008, wo es sich so verhalten hat, dass 9% aller Schüler an österreichischen Schulen eine ausländische Staatsbürgerschaft hatten und doppelt so viele an Sonderschulen. Unter den Schülern mit einer anderen Umgangssprache als Deutsch waren es 16% in allen österreichischen Schulen und 27,2% an allen Sonderschulen. Und wenn man sich das jetzt nur an den Pflichtschulen ansieht, dann war für das gesamte Bundesgebiet die Wahrscheinlichkeiten für Schülerinnen mit ausländischer Staatsbürgerschaft in eine Sonderschule zu kommen um mehr als 50% erhöht. Und ähnlich für Schüler mit einer anderen Umgangssprache als Deutsch. Schaut man sich das im regionalen Vergleich an, dann fällt auf, dass sich diese Überrepräsentanzen in bestimmten Bundesländern sehr stark zeigen und in anderen gar nicht. So ist zum Beispiel im Burgenland oder in Kärnten oder in der Steiermark zeigt sich diese Überrepräsentanz nicht. Und sehr stark zeigen sich die Überrepräsentanzen in Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg. Wo in Vorarlberg zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für ausländische Pflichtschülerinnen oder Schüler mit einer anderen Umgangssprache als Deutsch in die Sonderschule zu kommen, doppelt so hoch war wie für österreichische Pflichtschülerinnen. Die Bedeutung von Integrationsraten ist hier auch mit zu beachten. Ewald Feierer hat das angesprochen, dass es ja im Bundesländervergleich sehr unterschiedliche Raten von Integration gibt. Bundesländer, in denen sehr stark auf Integration gesetzt wird, und andere, in denen weniger auf Integration gesetzt wird. Und interessanterweise zeigt sich hier auch eine Korrelation mit den Überrepräsentanzen. Das heißt, in den Bundesländern, wo wir sehr niedrige Integrationsraten haben, sehen wir auch gleichzeitig hohe Überrepräsentanzen im Sonderschulwesen und umgekehrt. Wohingegen es keine eindeutigen Zusammenhänge gibt, ob jetzt in einem Bundesland mehr Schüler an Sonderschulen sind oder mehr Schüler mit SBF in der Schulpopulation sind. Und es gibt auch keine Korrelationen, wenn jetzt überhaupt in einem Bundesland mehr Schüler sind, die ausländische Staatsbürgerschaft haben oder andere Umgangssprache als Deutsch. Das würde im Beispiel von Wien, könnte man das dann eben auch zeigen, das hat man ja auch gesehen aus den Zahlen, die Frau Professor Dierim hier gezeigt hat, dass es hier in den Sonderschulen prozentmäßig weniger Schüler gibt als in den, also anteilsmäßig als jetzt an den Volksschulen zum Beispiel.
Und andererseits ist die allgemeine Rate an Schülern mit anderer Umgangssprache als Deutsch sehr hoch. Also wir nähern uns da an, also schon über 50%. Aber das sind eben über 50% sowohl in den Volksschulen als eben auch in den Sonderschulen. Das heißt, wir haben hier nicht diese Überrepräsentanz. Ich möchte aber zudem dann auch noch was sagen, wie das vielleicht verstanden werden könnte. Wenn man sich anschaut, unterschiedliche Herkunftsgruppen, dann fällt auch auf, dass Schülerinnen mit, die zum Beispiel Polnisch, Tschechisch, Slowakisch oder Ungarisch sprechen, dass die in Sonderschulen unterrepräsentiert sind. Und jene Schüler, über die jetzt für diese Überrepräsentanz hier mitverantwortlich sind, sind bosnisch-kroatisch-serbisch sprechende Schüler und türkisch sprechende, die zum Teil doppelt so oft hier vertreten sind wie in der Volksschule. Das heißt also, interessanterweise ist es gruppenspezifisch sehr unterschiedlich. Über alle Gruppen hinweg sehen wir, dass es große geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Es sind fast immer 2/3 männliche also Schüler, die in Sonderschulen sind und nur 1/3 sind Mädchen. Diese Überrepräsentanzen, die wir sehen im Sonderschulwesen, reflektieren sich auch, was die sozusagen weiterführenden Schulen anbelangt. Das heißt, die Gruppen, die stark überrepräsentiert sind im Sonderschulwesen, sind stark untervertreten in weiterführenden und höheren Schulen. Ein spezielles Problem, das hier auch schon angesprochen wurde, was Österreich betrifft, ist diese starke Koppelung zwischen der sonderpädagogischen Förderung und der Bestimmung von des Merkmals Behinderung. Das ist nicht in allen Ländern so. Das heißt also, sonderpädagogische Förderung wird in vielen anderen Ländern auch dann gewährt, wenn jetzt nicht eine spezifische Behinderung ausgewiesen wird. Bei uns ist das aber per Gesetz so. Und besonders problematisch ist das auch, dass die Überrepräsentanzen sich ja vor allem speisen aus den Schülern mit sogenannten Lernbehinderungen oder Verhaltensstörungen. Also gerade jene Merkmale, wo man sagt, wo sozusagen subjektive Entscheidungen sehr starken Einfluss haben. Und da kann davon ausgegangen werden, dass also gerade die sozialen Umstände, unter denen Familien leben, die zum Teil fehlende Förderung im Elternhaus, vielleicht auch mangelnde sprachliche Kompetenzen, die da sind, dass die eine sehr große Rolle spielen und nicht notwendigerweise jetzt eine bestimmte Form von Behinderung. Um jetzt jedoch wirklich sagen zu können, naja, in den Bundesländern, wo wir dieses Phänomen jetzt nicht zumindest statistisch feststellen können, dass es so starke Überrepräsentanzen gibt, also dass es sozusagen dann dort kein Problem gibt. Ich glaube, das wäre jetzt zu einfach. Aus den reinen Zahlen können wir das nicht ablesen. Das heißt, wir müssen dann wirklich schauen, was in den Schulen selbst vor sich geht. Und also fehlende Überrepräsentanz bedeutet somit nicht, dass also zum Beispiel lernschwache Kinder mit Migrationserfahrung in Hauptschulen oder in einer kooperativen Mittelschule oder neuen Mittelschule jetzt deswegen ausreichend gefördert werden. Und das sieht man ja auch an den Daten zu den sogenannten Risikoschülerinnen nach PISA, wo also diese Gruppen sehr stark vertreten sind, oft Klassen wiederholen, frühzeitig die Schule verlassen. Also das sind auch Indikatoren dafür, dass es also im Regelschulsystem vieler Verbesserungen bedarf. Und meines Erachtens reicht es jetzt auch nicht aus zu sagen, naja, es hat ja schon eine ganze Reihe von Untersuchungen gegeben, die darauf hindeuten, dass also der gemeinsame Unterricht in inklusiven Schulen lernförderlicher ist. Ich denke, man muss sich das wirklich dann im Einzelfall anschauen, ob das jetzt auch wirklich so für den jeweiligen Fall stimmt. Was wir auch, wenn wir nur ganz kurz sozusagen das im internationalen Vergleich versucht
zu sehen, erkennen können, ist, dass auch Länder, die jetzt sich stärker an Gesamtschulsystemen orientieren, auch da sehen wir Überrepräsentanzen von bestimmten Gruppen. Die sind dann vielleicht jetzt nicht in einer Sonderschule, aber die sind dann an einer Regelschule und werden große Teile des Unterrichts aus dem jeweiligen Klassenverband herausgenommen, um dort wiederum speziell gefördert zu werden. Und auch da sehen wir, wenn man das jetzt so nach also nationalen, ethnischen Merkmalen unterscheidet, spezifische Gruppen jeweils, die auch sozial benachteiligt sind, ja, in African Americans, in den USA oder Hispanics, oder in England zum Beispiel die Pakistani oder Bangladeschi oder Black Caribbeans, die sind stark übervertreten. Und andere Gruppen, wo man auch sagen könnte, die, ja, da gibt es auch sprachliche, kulturelle Unterschiede, wie Schüler indischer oder chinesischer Herkunft, für die trifft das nicht zu. Also sozusagen zu schauen, was jetzt wirklich da stärker mitbestimmend ist, inwieweit das soziale Komponenten sind, inwieweit das auch was mit Ausschluss und Diskriminierung und Rassismus in der jeweiligen Gesellschaft zu tun hat, das sollte hier jeweils auch mitgedacht werden. Wie lange habe ich denn noch? Drei Minuten? Drei oder fünf? Okay. Gut, versuche ich dann etwas. Kurz, ein Satz. Ich finde es im Prinzip widersprüchlich, dass wir einmal sagen, wir reden jetzt so davon, wie wichtig es wäre, sozusagen inklusive Schulentwicklung voranzutreiben, aber andererseits halten wir daran fest, dass es diese frühe Selektion gibt im Bildungswesen. Auch wenn diese Initiativen mit der neuen Mittelschule sozusagen in die richtige Richtung zeigen, ist dieses weitere Aufrechterhalten von unterschiedlichen Systemen im Sekundarschulwesen sicherlich ein Widerspruch. Und da sieht man auch also den Unterschied zwischen Integration und Inklusion, wenn man sich ansieht, das gibt an der AHS-Unterstufe Integrationsklassen, wo Schülerinnen mit Behinderungen in dieser Integrationsklasse sein können, spezielle Förderung bekommen, ein Zusatzlehrer da ist, aber ein Schüler mit Migrationserfahrung, der jetzt zusätzliche sprachliche Unterstützung brauchen würde, noch in dieser Phase, damit er da auch in diesem Klassenverband sein kann, dem wird das nicht gewährt. Und da zeigen sich also große Widersprüchlichkeiten. Ein Wort zu den Diskursen auch noch, also überwiegend nämlich im öffentlichen Diskurs, ist etwas anders jetzt so im fachlichen Diskurs. Im öffentlichen Diskurs, wenn es um die Frage der Integration oder Inklusion geht, bezogen auf Menschen mit Beeinträchtigungen, dann steht im Vordergrund oft diese soziale Inklusion. Das heißt, zusammen unterrichtet werden in einem schulischen Verband mit der Idee, dass man dann auch später gesellschaftlich stärker inkludiert ist. Und auf das wird sozusagen das Hauptaugenmerk gerichtet. Und es wird sozusagen dieses Anderssein wird akzeptiert. Ganz im Unterschied zu den Diskursen, wenn es um die Frage geht der Integration, das wird nämlich auch weniger von Inklusion geredet, von Schülern mit Migrationserfahrung, denn da geht es, und das war ja auch erkennbar durch dieses Eingangsstatement und diesen Artikel, sehr stark darauf gesetzt, dass also sie hier primär sich also die deutsche Sprache als Unterrichtssprache aneignen sollen und langfristig gesehen wird hier sozusagen die Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft als das primäre Ziel gesehen und nicht Vielfalt und Verschiedenheit in dem Sinn anerkannt. Auch nicht, was Gruppenrechte zum Beispiel anbelangt, also die sind ausgeschlossen für Migrantengruppen. Das, was wir zum Beispiel manchen autochthonen Gruppen zugestehen, dass sie ein bilinguales Schulwesen haben, das gesteht man Migrantengruppen nicht zu. Und wenn dann einmal jemand andenkt, es könnte ja vielleicht auch ein bilinguales Gymnasium geben, türkisch-deutsch, dann gibt es den großen Aufschrei. Und in dem Sinn sieht man auch immer, dass das also ein starkes Politikum ist. Gut, Dankeschön. Dankeschön. Ich würde gerne die Kollegin Frau Kassab-Schentigöck um einen Beitrag auch bitten. Vielen Dank für die Vorträge und danke nochmal, dass Sie hierher angereist sind.
Ja, ich habe mir auch im Vorfeld überlegt, welchen Standpunkt ich überhaupt in diesen wenigen Minuten verstärken will. Nachdem wir alle diese drei Vorträge zum Thema gehört haben, wir haben 5 Minuten, ne? Soweit ich weiß. Habe ich für eine Oberkategorie mich entschieden. Und was heißt Oberkategorie? Ich würde gerne sozusagen die ungleiche Bildungsbeteiligung erläutern, und zwar wieder von Migrantenkindern, die hier zweisprachig aufgewachsen sind. Und aber würde ich gerne diesen Standpunkt unter dem organisationstheoretischen Gesichtspunkt machen, weil ich denke, was wir so alles besprochen haben, beziehungsweise von den Vorträgen gehört haben, diese Theorie liefert eine Erklärung dafür. Und in dem Sinne, in welche Richtung die inklusive Schulentwicklung vorangetrieben werden sollte und warum. Vielleicht kurz ein Einstieg. Also die Organisationsschule, die in der liberalen Rechtsordnung, muss man dazu sagen, verwaltet ja die Bildungsansprüche der Bürger und das öffentliche Gut Bildung, begrenzt aber über ihre Inklusionsregeln diese Ansprüche. Auf der Grundlage der Leistungen wird darin selektiert und dadurch Partizipationschancen von Schülern und Schülerinnen im gesellschaftlichen Leben bestimmt. Organisation Schule hat einerseits ein Eigeninteresse auf Fortbestand der Organisation, andererseits ein Interesse an einem störungsfreien und erfolgreichen Betriebsverlauf. Die Grundschule löst ein organisatorisches Problem im Grunde, das der angestrebten Homogenität der Klassen, in dem Eingangsvoraussetzungen definiert und institutionalisiert werden. Der Erhalt von Klassen wird zum primären Organisationsinteresse und daher Schüler sollen aufgenommen werden. Ich finde, der Interessante ist aber dabei, die Entscheidungen der Eingangsvoraussetzungen werden nicht prinzipiell, sondern je nach Entscheidungssituation getroffen. Da kommen wir nämlich auf das Thema der Sprachdefizite sowie die auf das Thema der sozialen Herkunft von Migrantenfamilien. Die empirischen Studien belegen eben diese Beliebigkeit, dass Selektion bzw. Zuweisung der Schülerinnen und Schüler nicht allein nach Leistungsmaßstäben erfolgt, sondern erheblich mit Faktoren der sozialen Herkunft in Zusammenhang steht, haben wir eben gehört von Ihnen. Klar, da sind die Migrantenkinder betroffen. An der Stelle möchte ich aber eine andere Frage stellen, nämlich wie die Legitimation erfolgt, der eine Organisation Schule im Rahmen, wie eben gesagt, der liberalen Staatsordnung verpflichtet ist. Ich kann an der Stelle von Gomolla und Radke zitieren, also die beiden Kolleginnen veranschaulichen dieses Legitimationsverfahren am Beispiel von Sonderschulaufnahmen, und in Sonderschulgutachten finden sich Hinweise auf den Sprachstand der Kinder, wie auch Annahmen über ihr soziokulturelles Herkunftsmilieu und ihre religiöse Orientierung. Mit ähnlichen Deutungsmustern wurde in der Schulbehörde der legitime Widerspruch von Eltern gegen eine Sonderschule als Kulturkonflikt zurückgewiesen. Die Ergebnisse einer Studie, die Beratungsgespräche im deutschsprachigen Raum analysierte, daran ich auch beteiligt war, bestätigen auch diese Befunde. Darin wird
Die Legitimierung der Eignungsempfehlung für die niedrigen Schulzweige von einer Migranten- und Nicht-Migranten-Schullehrerin verglichen. Die Inhalte unterscheiden sich stark voneinander. Obwohl die beiden Schülerinnen den gleichen Leistungsstand aufweisen. Die Lehrkraft hebt in der Interaktion die persönlichen Eigenschaften der deutschen Schülerin hervor und nimmt auf die positiven Aspekte ihrer Persönlichkeit Bezug in der Interaktion, um die Entscheidung für einen niedrigen Schulzweig zu begründen. Die nicht-deutsche Schülerin bekommt demgegenüber, für den Fall war eine türkische Schülerin, eine Empfehlung für einen niedrigen Schulzweig, weil sie in Deutsch keine guten Leistungen hat und in der Familie nicht genug gefördert werden könnte, und zwar in der Zukunft. So würde ich am Ende kommen. Fungieren Migrantenkinder für die niedrige Schulzweige, aber auch für die Sonderschulen, als sehr gute Kandidaten und Kandidatinnen. Was kann man daraus erschließen? Ich wollte gerne einen Input in die Diskussion eingeben und erstmal vielleicht meine These dazu zu sagen, dass in der Organisation Schule Unterschiede durch Eigenschaften selbst hergestellt und den Migrantenkindern zugeschrieben werden. Sprachdefizite oder sozioökonomisch bedingte kulturelle Defizite. Es handelt sich öfters dabei um das Kollektivmerkmal der nationalen Herkunft. Also nochmal zum Schluss würde ich sagen, dass ein bisschen inklusive Schule nicht geht, solange das mehrgliedrige Schulsystem, unter anderem Sonderschulen, gibt, müssen unter dem organisationstheoretischen Gesichtspunkt die Plätze gefüllt werden, die in diesen Schulen bestehen, sei es mit dem Hintergrund der Migration, sei es mit dem Hintergrund der Behinderung. Die Regelungen sollen einen Einstieg in den Aufbau eines inklusiven Schulsystems darstellen. Die Modelle dürfen die Funktionslogik des zuweisenden und ausgrenzenden gegliederten Schulsystems in Frage stellen. Die Organisation Schule könnte zum Beispiel auch anders entscheiden, indem die Heterogenität zum Strukturmerkmal der Organisation erhoben wird. Ja, so würde ich dann abschließen. Vielen Dank. Jetzt dürfen wir Professor Dr. Volker Schönwiese um einen Beitrag bitten. Es ist jetzt schon sehr viel, sehr Interessantes argumentiert worden, was gut auch zusammenpasst, wo es aber auch vieles ist, was noch offen ist. Vor allem möchte ich an dem Punkt zum Schluss kurz ansetzen, dass der Ewald Feierer auch gesagt hat, eine demokratische, humane, solidarische Schule. Das würden wir uns wohl auch wünschen. Die Frage ist, jenseits dieser vielen Maßnahmen, die du auch genannt hast, die für die Schulentwicklung nötig wären, um dies in Gang zu bringen, dass du sehr präzise genannt hast, und jenseits der allgemeinen Analysen, die Sie hier geliefert haben, ist die Frage, woran scheitert das eigentlich, dass dies nicht funktioniert? Was hindert Bildungspolitik hier, entsprechende Entscheidungen zu treffen? Weil das Wissen ist wirklich sehr, 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 sehr lange existent. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, dass im Jahre 1920, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, erste Untersuchungen es in Berlin gegeben hat von behinderten Personen, von heute würde man sagen Selbstvertretern, von den ersten Reichsbund der Körperbehinderten in Deutschland. Das waren auch behinderte Frauen, die solidarisch mit diesen Schülerinnen in den Schulen waren, und die haben geschaut,
wie geht es den Kindern in den Regelschulen? Und sie haben festgestellt, es geht ihnen sehr schlecht, 1920. Und dann haben sie geschaut, wie geht es den Kindern, die in den Sonderschulen sind, und haben herausgefunden, denen geht es noch schlechter. Ja. Und diese Aussage, die ist unglaublich modern, muss man auch sagen. Wenn wir in den Sonderschulen auch schauen, wenn man es so umdreht, ist es nicht so, wie er oft behauptet wird, dass die, die für die Inklusion eintreten, dass die Sonderschulen nichts leisten. Im Gegenteil, in den Sonderschulen wird viel geleistet, aber es wird in den Regelschulen, wenn es halbwegs funktioniert und auch von die Kinder in Kooperationsprozesse gebracht werden, wird eben auch mehr gebracht, mehr geleistet, und zwar sowohl auf dieser sozialen Ebene als auch, wie man so klassisch sagt, auf dieser kognitiven Ebene, was ja dann auch die Sprache mit einschließt. Also es geht um dieses Bessere, und auf dieser Ebene wird aber immer jongliert, dass man sagt, ja, in den Sonderschulen sind die Erfolge ja sowieso groß. Wir haben allerdings den Vorteil, dass wir jenseits dieser Studie von 1920 auch sehr neue Studien haben, die im großen Stile den Vorteil der inklusiven oder auch der integrativen Klassen nachweisen. Demokratisch, human, solidarisch, wie können wir uns das vorstellen? Wir haben ja heute für eine Kultur der Vielfalt in unserer Einladung plädiert. Klingt etwas altvaterisch oder auch dem Modell der Integration zuzuordnen, aber nicht der Inklusion. Dieses Modell stammt, oder dieser Ausdruck stammt von Miguel López Melero, den der Ewald und ich ja auch in unserer Projektgruppe damals auch hatten, und der ausdrücklich für eine kontrahegemonische Schule, wie er es genannt hat, argumentiert hat und hat es damit auch gemeint und hat auch gleich damit argumentiert, dass diese Schulreformen, wie wir sie anstreben, die ökonomischen und sozialen Ungleichheiten nicht oder nicht ausreichend kompensieren können. Also dieser Traum, wir können mit Schulreformen auch die sozialen Verhältnisse lösen, dieser kompensatorische Traum, den teilt er nicht oder nicht so in dem Maße, wie er vielleicht mit Schulreform verbunden werden könnte. Aber es geht um eine Anerkennung natürlicher Qualität von Verschiedenheit. Und diese Anerkennungsformen, die signalisiert werden durch diese Gemeinsamkeiten, sind zentrale Voraussetzungen, dass auch es zu einem Ausgleich zu ökonomischen, sozialen Ungleichheiten kommen kann, weil die Kinder insgesamt in ihrer eigenen Entwicklungsmöglichkeit gestärkt werden. Diese kontrahegemonische Schule schwankt damit zwischen Konzepten von Utopie, die zu erreichen ist, oder auch von Konzepten, wie es jemand anderer genannt hat, nachholender bürgerlicher Befreiung. Die französische Revolution lebe hoch, aber sie ist keine Revolution, die alle befreit, sondern nur die Bürger. Und schwankt auch zwischen Konzepten von Befreiung und Employability, das heißt auch Anpassung, die schon genannt worden ist. Also in diesem Bereich der Gemeinschaftlichkeit, der wir argumentieren, müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir diese Widersprüche aushalten werden müssen. Wir können nicht das Gute mit dem Schlechten gegenüberstellen, sondern wir müssen mit diesem Widerspruch auch leben. Und insofern wird dieser Widerspruch auch in dieser Schulentwicklung, auch in der politischen widersprüchlichen Entwicklung irgendwie abgebildet werden müssen. Es wird uns nicht die Ministerin Schmid die inklusive Schule beschließen lassen, wie auch immer. Sondern es ist die Frage, wer betreibt es auch wie? Und das ist die Schwierigkeit, in der wir auch uns befinden. Und da hilft uns diese normative UN-Konvention natürlich, aber auch nur zum Teil. Es gibt eine internationale Norm. Aber Normen haben es auch an sich, dass sie die Frage mit einschließen, ja, wie breche ich diese Norm, wie entwickle ich diese Norm, wer sind die handelnden Personen. Ich kann es auch insofern kurz machen, wir sind in einer schwierigen Übergangsphase und
Diese schwierige Übergangsphase ist dazu gekennzeichnet, dass dieses sich selbst erhaltende systemisch perfekt sich selbst erhaltende System durch neue Turbulenzen, Perturbaranzen, was auch immer, gestört wird, was Inklusion betrifft, und es ist dabei, wie wieder sich zu stabilisieren. Nur so ist es auch zu verstehen, dass dann in einer parlamentarischen Anfrage die zuständige Ministerin das Ziel, die Utopie beschreibt, dass es neben dem ausgebauten inklusiven Schulsystem Sonderschulen als zusätzliches Angebot immer geben wird müssen. Ja. Damit haben wir den Status quo wieder beschrieben, der von der Politik von oben kommt. Die Konsequenz ist, dass wenn nicht die Betroffenen deutlich eingebunden werden, und das ist jetzt je nach welche Gruppe wir auch nehmen, dass die Diskriminierungen bekämpft werden und dazu auch Mittel von Bürgerwiderstand ergriffen werden, wird sich ohne diese Außenbewegung das System weiter stabilisieren und immer wieder stabilisieren. So wie es auch mehrfach genannt ist, nach der autopoetischen Systeme haben die Fähigkeit, entsprechende Störungen in sich zu integrieren. Und ich sehe, und das ist das letzte Wort, auch in dieser aktuellen Diskussion um die Sprachstartklassen ein perfektes Instrumentarium, das sich durch Wandel von Systemen und von Benennungen das gleiche selektive Prinzip wieder umzusetzen. Damit bin ich wieder beim Staatssekretär Kurz gelandet, mit dem du, Ewald, angefangen hast. Oder mit dem du angefangen hast. Danke. Also wenn es noch Bedarf gibt auf die eine oder andere Argumentationslinie, den einen oder anderen Begriff zu regieren oder eine Replik sozusagen zu tätigen, wenn es diesen Bedarf gibt, wäre jetzt die Zeit dafür hier am Podium. Nur ein Nachsatz, weil mir das abgegangen ist in dem, was wir hier vorgestellt haben. Die Eltern sind hier nicht erwähnt worden und die Eltern spielen eine ganz, ganz zentrale Rolle im österreichischen Schulsystem. Formen der Unterstützung, die Eltern geben können, sei es jetzt, dass sie gefordert sind, Kinder zu unterstützen bei ihren Hausaufgaben, zum Lernen anhalten, mit den Schulen Kontakt aufnehmen und so weiter, ist ganz zentral in vielen dieser Entscheidungen, welche Bildungswege letztendlich Kinder dann auch gehen können. Und ich glaube, wir sind im österreichischen Bildungswesen hier, sozusagen gibt es eine sehr starke Abhängigkeit davon, und was auch gerade diese Sonderschulzuweisungen anbelangt, kann man sehen, und das zeigen auch einige Untersuchungen, dass es auch hier sehr stark davon abhängig ist, wie Lehrerinnen es mitunter einschätzen, ob ein Kind zu Hause Unterstützung erfährt oder nicht. Und da kann es sein, dass ein Kind, das von der Begabung her ähnlich eingeschätzt wird wie ein anderes, in die Sonderschule kommt, wenn es diesen Rückhalt durch die Eltern nicht hat, und umgekehrt, wenn es ihn hat, dann wird darauf vertraut, dass es sozusagen andere Formen von Beschulung auch Sinn machen. Wollte ich nur als Nachsatz. Ja, ich möchte nur ganz kurz etwas sagen zur Frage der Mehrsprachigkeit. Ich selber möchte mich da kurz positionieren. Also ich habe selbst auch zu bilingualen Schulen gearbeitet, habe sie jahrelang begleitet in Hamburg und wäre selbst auch für eine bilinguale Erziehung eigentlich. Also damit meine ich jetzt nun nicht Englisch und Deutsch, sondern zum Beispiel Türkisch und Deutsch, wie Sie das angesprochen haben, Herr Luciak. Aber unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen wir leben, wäre das eine Art Utopie, mit inselhaften, visionären Realisierungen, sagen wir mal.
Und deshalb denke ich, aus einer pragmatischen Perspektive geht es mir darum, zu überlegen, wie man die Schule im Hinblick auf Deutsch für alle partizipierbar gestaltet. Und da gibt es für mich eigentlich auch gar kein Deutsch als Zweitsprache, obwohl ich dafür zuständig bin und auch diese Professur mit dem Titel Deutsch als Zweitsprache habe. Ist es eigentlich Deutsch, womit wir es zu tun haben? Also Deutsch mit unterschiedlichen Zugängen. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Ich würde dann sehr gerne die Publikumsdiskussion eröffnen. Ich würde folgende Vorgehensweise vorschlagen, dass Sie sich bitte per Handzeichen melden, dass wir 3 oder 4 Fragen sozusagen bündeln, dass wir dann eine Runde machen. Wenn Sie die Frage konkret an einen von den Referentinnen richten wollen, sagen Sie das bitte dazu. Oder wenn es eine offene Frage ist, lassen Sie es auch. Es geht natürlich nicht nur um Fragen, auch um einfach Wortmeldungen, Kommentierungen, Positionierungen. Ich werde bewusst keine Frage stellen, die sich auf die Ungerechtigkeit bezieht, die in diesem Schulsystem gegenüber Menschen mit Behinderung erfolgt, beziehungsweise auch gegenüber Menschen, die in diesem Schulsystem behindert werden, auch nicht eine Frage, die sich darauf bezieht, die sich auf die Ungerechtigkeit bezieht, die gegenüber Menschen, die migrantisiert werden, also die zu Migrantinnen gemacht werden. Ich stelle eine Frage, die sich allgemein auf Schule und Veränderung bezieht. Und die Frage könnte ich am Anfang schon stellen, aber ich glaube, die könnte ich an allen richten. Wir haben in Österreich ein selektives Schulsystem. Ein Schulsystem, die auf Homogenität ausgerichtet ist, sehr bewusst und sehr gezielt. Ein Schulsystem, das auf Disziplinierung ausgerichtet ist. Also wir wollen, dass zum Schluss alle Deutsch sprechen können. Wir haben ein Schulsystem, das sehr stark auf Leistungsfeststellung ausgerichtet ist. Wir haben Klassen, wir haben Noten, es gibt ein erfolgreiches Abschließen oder eben nicht, dieses eine Schulsystem. Es geht dabei nicht unbedingt um Leistung, weil es gibt sehr wohl Nachweise, die zeigen, dass also eine und dieselbe Note bei unterschiedlichen Kindern das sehr unterschiedlich bedeutet. Wir haben ein Schulsystem, das eigentlich gar nicht so schlecht in einer Gesellschaft, in einer Konkurrenz wichtige Rolle spielt, funktioniert. Es funktioniert sehr gut. Um mehr Inklusion in der Schule zu haben, brauchen wir eine ganz andere Schule. Wir brauchen eine Schule, in der es keine Klassen gibt, in der es keine Noten gibt. Eine Schule ohne Leistung, ohne Druck. Eine Schule, das eigentlich auf die individuelle Förderung von jeder Einzelnen ausgerichtet ist. In der Mitbestimmung der Schüler und Schülerinnen möglich ist. In der Eigenverantwortung der Schüler und Schülerinnen gefördert wird. In der es Partizipation möglich ist, etc., etc., in der es Kooperation möglich ist. Und solche Lernbedingungen gibt es an sich. Also es gibt, wir wissen, wie wir das Lernen so organisieren können, das wissen wir schon sehr, sehr lange. Es gibt auch Länder, in denen das Lernen auch so organisiert ist. Und die Schüler und Schülerinnen wissen zum Schluss viel, viel mehr als unsere Schüler und Schülerinnen, wenn sie in unsere Schule fertig sind, das wissen wir auch. Okay, warum ändert sich diese Schule nicht? Sie haben gemeint, es braucht Überwindung von der medizinischen Sichtweisen, vielleicht brauchen wir Überwindung von Begrifflichkeiten der Behinderung, der Migration. Ich glaube, dass wir vor allem Überwindung unserer schulischen Sichtweisen brauchen. Wir brauchen eigentlich eine ganz andere Schule. Wir brauchen eine Schule, und dafür brauchen wir nicht nur mehr Ressourcen. Also wir brauchen neue Schulgesetze, wir brauchen andere Klassenräume, wir brauchen andere Lehrpläne, wir brauchen andere Lehrer und Lehrerinnen bzw. Menschen, die bereit sind, anderes zu unterrichten oder den Unterricht ganz anders zu gestalten. Wir brauchen andere, die Orientierung an ganz andere Lernkonzepte. An sich reden wir über gravierende Änderungen. Und jetzt kommt meine Frage, also wie können solche gravierende Änderungen sehr langsam erfolgen? Also das war dein Vorschlag. Beziehungsweise, also ich glaube nicht, dass es langsam erfolgen kann. Ich glaube nicht, natürlich können kleine Teile langsam verändert werden, aber schließlich eine gravierende Veränderung braucht gravierende Schritte. Und dann die zweite Frage, wie sollen
was kann passieren, was soll passieren, wenn diese Karrierengeschichte möglich sind, wenn wir bedenken, dass eigentlich die politischen Positionen der Eltern, Politiker, Lehrer, Lehrerinnen, also alle möglichen Personen, die in dem Feld beteiligt sind, eigentlich sehr konträr und unterschiedlich sind. Vielen Dank, Volker Schönwiese. Wenn du meinst, dass ich für die langsame Entwicklung war, ich weiß nicht, ob wir uns das so richtig verstanden haben. Ich glaube, die Entwicklung kann natürlich nur langsam gehen, aber sie muss ganz deutliche Strukturvorgaben dazu bekommen. Und eine solche Strukturvorgabe wäre eine ganz einfache: ab Herbst 2013 kein Kind mehr neu in die Sonderschulen aufzunehmen. Das wird nämlich länger dauern als 2020, ist also eine langsame Variante, ist aber sofort eine sehr konsequente Regelung. Jede Regelung, die auf Prinzipien aufbaut, so schön sie auch sind, wird scheitern, weil diese Prinzipien wird immer hinausgeschoben werden. Also das System, dieses autopoetische System stabilisiert sich immer wieder. Diese Startklassen sind ein klassisches Beispiel dafür, wie dieses Homogenitätsprinzip immer wieder sich reproduziert mit neuen Vorschlägen, mit neuen Worten als solches. Also irgendwo muss dann so eine, für die langsame Entwicklung braucht es auch sofort sehr eindeutige Vorgaben und die müssen von der Politik auch kommen. Und das österreichische System ist sehr kooperatistisch, um dieses Wort herzunehmen, das mir in letzter Zeit sehr gut gefällt, das heißt Interessensgruppen sind stärker organisiert und sind einflussreicher als wie demokratisch legitimierte Institutionen und entsprechenden Gruppen. Also Interessensgruppen sind stärker als wie die Parteien im Parlament oder Parlamentarier oder freie Parlamentarier. Interessensgruppen sind stärker als Interessensgruppen zum Beispiel von die vorweg schwächer sind, weil sie in der abhängigen Position sind, wie Eltern oder Behindertenpersonen selbst. Diese Interessengruppen sind stärker als die Normen, die von außen kommen, nämlich die der UN-Konvention zum Beispiel. Also man muss es auch dann auch so sehen, demokratisch, solidarisch, human, alles recht. Ja? Was hat Österreich tatsächlich für eine demokratische Tradition? Die Frage müssen wir uns in dem Zusammenhang auch stellen. Und Ein Weg ist schon der, und da muss man die UN-Konvention auch sehr, sehr schätzen, die jetzige über Behindertenrechtskonvention. Sie hat eine bestimmte Frage der Teilhabe, Partizipation eingeführt. Und es war erstmalig in der österreichischen Schulgeschichte, dass unlängst 200 behinderte Personen in Wien in den Bundesamtgebäude gestanden sind, in einer öffentlichen Sitzung des Monitoringsausschusses, unter Anwesenheit des zuständigen Sektionschefs des Unterrichtsministeriums, unter Anwesenheit des Sozialministers, radikal die Abschaffung der Sonderschulen auch gefordert haben. Also ein Schritt wäre das, dass es einen öffentlichen Rahmen gibt, in dem auch diesen Forderungen Raum gegeben wird. Da habe ich gewisse Hoffnungen, wenn dieses bürgerschaftliche Engagement in einen Rahmen gegeben wird, dass auch konsequente kleine Schritte, die zum langen Ziel führen, auch umgesetzt werden können. Was anderes sehe ich nicht. Also es wird so viel geredet, wird so viel Worthülsen, so viel Etikettenschwindel wird betrieben. Ja. Es muss jetzt sehr radikal und klar sein. Ja. Ich kann das nur unterstützen. Also die UN-Konvention ist ja nichts anderes als eine völkerrechtliche Verpflichtung, die der Staat Österreich eingegangen hat, ohne jegliche Konsequenz letztendlich. Und jetzt geht es darum, dass sich Österreich selbst verpflichtet. Das ist mit einem ersten Schritt einmal mit dem nationalen Aktionsplan passiert, allerdings natürlich von Politikern eben nicht so radikal, dass sofort gesagt wird, jetzt müssen alle Sonderschulen abgeschafft werden, sondern man hat versucht, einen Entwicklungsraum aufzutun. Wenn das verbunden wird mit Unterstützungsmaßnahmen, die ich versucht habe aufzuzählen, dann kann das zu einer Weiterentwicklung führen. Wenn nicht, wird das wahrscheinlich nicht viel bewirken, sondern es wird bei Worthülsen bleiben, nehme ich an. Und das ist die Frage. Man braucht ja auch nur die Entwicklungen anschauen, warum ist in Tirol anders gelaufen als in der Steiermark. Ja, es ist bedarfs letztendlich, Steuerung im Schulsystem ist sehr schwierig geworden. Früher ist es noch klarer Top-Down gegangen. Heutzutage geht es darum, die Akteure mitzunehmen, die Akteure mit ins Boot zu holen und da sind dann schon Unterstützungsmaßnahmen
vor allen Dingen notwendig, um in die richtige Richtung steuern zu können. Da kann man dann mit der Ressourcensteuerung agieren, da kann man mit Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen agieren, da kann man versuchen, Schulleben den Lehrern so zu ermöglichen, dass sie auch selbst autonomer agieren können, mehr kooperieren können, mehr Freiräume bekommen, mehr Demokratie haben. Also da wären Ansatzpunkte da, denke ich mir. Aber unser System ist hier sehr, und die Schule ist ja wirklich spannend, ein sehr, sehr stabiles System, das sich ganz, ganz stark gegen Veränderungen insgesamt ändern kann, obwohl sich trotzdem viel verändert hat. Also wenn man jetzt heute in die Volksschule schaut, wird doch zu einem Großteil schon ein bisschen anders also herangegangen an Kinder und Pädagogik als vor 20, 30 Jahren noch. Das Gesamtsystem ist noch immer selektionsorientiert und noch immer leistungsorientiert, so wie Sie auch beschrieben haben und wie ich auch versucht habe zu beschreiben. Und da sind wir auch, das müssen wir auch sagen, in Mitteleuropa einfach kulturell geprägt, sehr stark von Sozialdarwinismus, von unserer Geschichte im Nationalsozialismus, ja, der sich noch immer auswirkt natürlich. Ja. Und da sind wir einfach in einer anderen Kultur als in Nordeuropa oder Südeuropa. Und das zu verändern ist natürlich nicht sehr einfach. Die Schule kann hier ihren Beitrag liefern, denke ich mir. Aber wie schon angeklungen ist vom Lehrer, die Schule ist nicht sozusagen in der Lage, soziale Ungleichheit auszuschalten. Bei sozialer Ungleichheit gibt es ja auch Gewinner und die Gewinner wehren sich dagegen, dass die soziale Ungleichheit jetzt aufgelöst wird. Ich meine, was in Hamburg passiert ist, also ich glaube, da ging es um die Verlängerung der Grundschule auf 6 Jahre, als dann auf einmal eine Bürgerinitiative da war, mein Kind will lernen und wo sich Ärzte und Selbstständige gewehrt haben gegen inklusive Schulen, das war ja auch ein massives Zeichen dafür, dass sich die Verlierer einer solchen Entwicklung die jetzigen Gewinner massiv wehren würden. Und das sind auch Machtpositionen natürlich, die in einer Gesellschaft vertreten werden. Und insofern ist es eben schwierig, denke ich mir. Die Zahlen haben bezüglich der Kinder, die in Privatschulen nicht österreichische Nationalität haben. Also weil ich jetzt die ganzen Statistiken gehabt habe für Sonderschule und Regelschule, aber nicht für Privatschulen. Und ich finde es immer wichtig, die mit einzubeziehen, weil es einfach ein anderes Bild von Migrationskindheit in Österreich auch wiedergibt. Also die Privatschulen werden bilingual, multilingual, alles wird dort teuer bezahlt. Die Regelschule tut so, als ob das sozusagen der Abstieg wäre. Also dieses Spannungsfeld müssen wir mal eröffnen in der Diskussion. Ich glaube, dass in den Privatschulen sehr viele Kinder sind mit Migrationsanteilen. Glaube ich. Ich habe sie jetzt auch hier nicht parat, aber die Vermutung liegt sehr nahe, dass es zwar sehr heterogene Schülerschaften dort gibt, mit Kindern unterschiedlicher kultureller, sprachlicher Herkunft, aber nicht notwendigerweise gerade die Gruppen stark vertreten sind, von denen ich gesprochen habe. Das heißt, also sozial benachteiligte Gruppen aus Migrantenfamilien, ja, die Folgegenerationen von Arbeitsmigranten, die sind nicht unbedingt stark vertreten jetzt im Privatschulbereich, aber viele andere, die zum Teil besser gestellt sind und die sich dann auch leisten können, natürlich sehr wohl. Ja. Aber ich meine, allgemein gibt es natürlich sozusagen diese Diskurse, wenn man sich anschaut, auch an diesen internationalen Schulen, ja, die höchst heterogen sind, da sieht niemand das große Problem der kulturellen, sprachlichen Vielfalt. Aber im öffentlichen Schulwesen wird das natürlich immer wieder als Problem dargestellt. Inwieweit soll und kann Inklusion an Schulen gedacht und umsetzbar werden, gerade hinsichtlich von Kindern mit Lernschwierigkeiten und den damit verbundenen unterschiedlichen sowie individuellen Maß an dem Bedürfnis der persönlichen Unterstützung bzw. Assistenz? Also Inklusion kann alleine schon vom theoretischen Anspruch her nicht mit Grenzen gedacht werden. Ja. Es geht einmal nicht darum, und es gibt auch keine einzige Studie, die sagen kann, ab dieser Art und Schwere von Beeinträchtigung geht ein gemeinsames Lernen nicht mehr. Ich habe versucht vorher anzugründen, genau diese Frage, ab wann oder bis wann ist ein Kind inklusionsfähig, ist die falsche Frage. Wir müssen fragen, welche Voraussetzungen bringt das Kind mit und wie können wir die Bedingungen des Lernens anpassen. Und da sind die Grenzen natürlich gegeben, auch in unserer Gesellschaft natürlich. Und da muss man genau hinschauen und versuchen jetzt, diese Grenzen hinauszuschieben und eben breitere Möglichkeiten zu ermöglichen und Assistenz in den Schulen und so weiter aufzubauen. Also, ja, weil auch vorher so das Beispiel, also es geht ja darum jetzt, in unserem Schulsystem ist so das Prinzip noch immer, dass sich, wenn Schulreife am Anfang ein Thema war,
Die Kinder müssen sich an die Schule anpassen. Und hier heißt es im Kind-Unfall-Ansatz gemäß eben, das umzudrehen. Und eigentlich muss sich die Schule den Kindern anpassen. Und das ist eben ein sehr neues Denken in unserem Bildungsbereich und unserem Bildungssystem. Aber um das wird es gehen. Danke. Ja, ich habe zwei Punkte oder zwei Fragen. Und das erste ist, was mir jetzt auffällt, dass also in vielen Kindererziehungsheimen jetzt jeden Tag neue Dinge auftauchen, wo man sagt, wir haben die Kinder grausam und schrecklich behandelt. Und im Prinzip, denke ich, werden wir in 10 Jahren auch sagen, wir haben diese inklusive Schule nicht eingeführt, wir haben die Kinder grausam und schrecklich behandelt. Also ich erwarte, dass man in einigen Jahren auch das sehen wird. Ich möchte auch replizieren auf Ihr Wort. Ein Freund von mir hat einmal gesagt, ja, da siehst du wieder mal, dass die Demokratie in diesem Lande von den Alliierten eingeführt worden ist und nicht von uns selbst. Aber ich möchte einen anderen Punkt ansprechen, und zwar die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Das ist ein Thema, mit dem ich mich also beschäftigen kann. Und hier haben wir auch ein Trennsystem, nicht? Wir haben die Universitäten und wir haben die pädagogischen Hochschulen. Und ich sehe eben mit Freude, dass es auch interessante und gute pädagogische Hochschulen gibt. Aber ich habe heute gelesen eine Aussage von der Frau Ministerin Schmid zur Freiheit der Lehre. Und sie sagt ganz klar, ja, die Freiheit der Lehre, die gibt es an der Universität, aber an den pädagogischen Hochschulen gibt es die Freiheit der Lehre nicht. Ja, vor allem nicht. Vor allem, was die Führungspositionen betrifft. Und jetzt meine Frage wäre, vielleicht können Sie mir da was Positives drauf sagen. Gibt es eine Möglichkeit, dass diese Institutionen doch irgendwie zusammenwachsen? Es ist mir neu, dass es keine Freiheit der Lehre bei uns gibt, denn ich wende sie auf jeden Fall an. Und auch meine Kollegen und Kolleginnen. Zum Thema gemeinsame Lehrerinnenbildung. Es gibt ja seit dem Jahr 2011, 2012 eine österreichweite Expertinnengruppe gegeben, wo auch die Universität Innsbruck auch eingeladen war, sich daran zu beteiligen. Die Universität Wien hat mit Gottfried Bieber auch teilgenommen an dieser Gruppe. Es waren Vertreter aller pädagogischen Hochschulen dabei und eben auch der Universitäten, die Lehrerbildung machen. Und wir haben uns als Aufgabe gesetzt, sozusagen dieses Konzept von Schnieder weiterzuentwickeln in Richtung inklusive Pädagogik. Und hier wurde österreichweit ein Empfehlungspapier entwickelt, das mehr oder weniger darauf hinausgeht, dass man sagt, in einer gemeinsamen Lehrerbildung für eine inklusive Schule muss es einen gemeinsamen pädagogischen Kern geben, wo es um die entsprechenden Haltungen geht, um die entsprechenden Grundwissen geht in Bezug auf Diagnostik, auf Förderung, auf Erziehung, Unterrichtsmethoden und so weiter. Und dann muss es auch noch die Möglichkeit geben, manche Lehramtsstudenten sich spezialisieren in Bereichen der inklusiven Pädagogik, die dann noch als spezifische, ja, als Experten sozusagen Grundschullehrer mit Schwerpunkt inklusiver Pädagogik dann auch noch in spezielle Kompetenzen in die Schulen mitbringen. Und das ist ein Papier, das für mich die Hoffnung hegt, dass es über diese Strukturen gemeinsamen Entwicklungsprozesses doch möglich wird, eine gemeinsame Lehrerbildung in diese Richtung hin zu implementieren. Hier haben wir wahrscheinlich an der pädagogischen Hochschule etwas leichter, so diesen pädagogischen Kern zu verankern, als an Universitäten von der Tradition her, des eher stark fachorientierten Ausbildung an Universitäten. Aber natürlich ist es auch notwendig, dass, so wie es heute einmal geheißen hat, jeder Fachunterricht ist Sprachunterricht, muss man auch sagen, jeder Fachunterricht ist inklusiver Unterricht. Das heißt, in jedem Fach, in jeder Fachausbildung muss ja auch das Thema Individualisierung, Differenzierung dementsprechend verankert sein. Und das, nachdem jetzt damals die gemeinsame Lehrerbildung in der Regierungsklausur soweit, glaube ich, durch ist, dass es kommen soll und es auch Überlegungen gibt, dass es gemeinsame Strukturen gibt von der Ausbildung, hoffe ich doch, dass wir in diese Richtung auf Basis der bestehenden Papiere weitergehen können. Und es wäre auch interessant, ob es da schon Entwicklungen gibt von der Uni Wien oder Uni Innsbruck in diese Richtung auch. Aber es wird sicherlich noch etwas passieren, glaube ich. Volker Schönwiese, ich möchte nur anschließend ergänzen, wenn ich diese Frage ernst nehme, wie schnell funktioniert Schulentwicklung, wenn ich jetzt, wenn es gut läuft, die Lehrerbildung verändere, verbessere, alles was gesagt wird, ja? Wann werden die ersten Lehrer mit dieser Ausbildung in das Schulsystem kommen und wie lange wird es dauern, dass sich Schule auf dem Weg ändert? Natürlich muss diese Lehrerbildung verbessert werden, ganz klar, aber das kann es nicht alleine sein. Die ganze Frage der
Lehrerfortbildung, der schulinternen Lehrerbildung, der Lehrerbegleitung. Alles, was jetzt auf der Stelle wirksam ist, müsste absolut bevorzugt und radikal aufgebaut werden und entsprechend verbessert werden. Und zwar Beratungslehrer, die in die Klassen hineingehen und mit den Lehrern reden. Wir haben über den SBF auch geredet. Eine Forderung wäre, den SBF, weg mit dem SBF, weil er individualisiert am Kind. Er stellt etwas am Kind fest, was aber eigentlich eine pädagogische Frage ist, die an einem Setting, an Lehrern, an anderen Kindern, an einer Schule, an Direktoren, an allen möglichen hängt, aber nicht am Kind. Das Kind wird etikettiert und dann gibt es so und so viele Lehrerstunden dazu. Das kann es ja wohl auch nicht sein. Das heißt, es muss also in der Schule selbst drauf geschaut werden, was passiert in der Klasse, was kann der Lehrer, wo ist der zweite Lehrer, wie kooperieren die Lehrpersonen und was brauchen die kooperierenden Lehrer. Wir wissen alle, Lehrer sind einsame Personen. Sie sind alleine in der Klasse und haben Angst. Viele mit Routine, auch verdrängte Angst. Lehrer sind die, die am meisten psychosomatische Beschwerden haben, wie auch immer. Also es geht ihnen auch nicht so rasend gut. Ja. Da kann ich nicht warten, bis die besser Ausgebildeten irgendwann da sein werden, die das alles nicht mehr haben werden. Ja. Sondern ich muss fragen, was wird jetzt getan, damit jetzt das auch entsprechend funktioniert. Und ich bin überzeugt, dass einer der Hauptprobleme ist der Kooperation der Lehrpersonen. Wir wollen, dass die Kinder kooperieren, wie auch immer. Dazu müssen die Lehrpersonen fächerübergreifend, Sekundarstufe, die unterschiedlichen Fachrichtungen, die müssen kooperieren. Wenn die es können, dann ist es eigentlich schon relativ logisch, dass man dann auch einen Unterricht machen kann und organisieren kann, wo die Kinder kooperieren. Was wir verlangen, die Kinder sollen kooperieren, die Lehrer können es dann nicht. Ja, ich meine, so kann es nicht sein. Also ich würde bei aller Wichtigkeit der Lehrerausbildung zentral fragen, wo ist die Lehrerfortbildung? Und ich weiß noch nicht genau, das ist, hängt auch an den pädagogischen Hochschulen. Früher war es am Pädagogischen Institut des Landes und unlängst war eine Enquete der Stadt Innsbruck, nicht unlängst vor einiger Zeit, nicht so lange her, wo ich das auch eingefordert habe, wo nachher die Leiterin dieser Stelle, die Beratungslehrer organisiert, gesagt, nein, wir haben genug, wir brauchen nicht mehr. Und ich habe mir gerade geredet davon, es braucht mehr Beratungslehrer für die Schule. Ich sage, nein, wir haben genug. Also da liegt es zentral. Es gibt mehrere Wortmeldungen. Ich bitte Sie um relative kurze. Herr Meierer, Annette Sprung, Michelle Ivanova. Ich kann es nur unterstützen. Also als die Integration eingeführt wurde, war es eine der wesentlichsten Maßnahmen, dass man die Lehrer, die draußen tätig waren, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen angeboten hat. Und zwar im Sinne, dass man gesagt hat, was habt ihr für Fragen, was habt ihr für Bedarf an Fortbildung und denen dann geboten hat und immer wieder auch mit dem Zusammenhang mit wissenschaftlicher Begleitung eben Unterstützung am Standort auch angeboten hat. Also ich würde es aber nicht ausspielen, ich würde sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Ich glaube, es muss parallel passieren. Fort- und Weiterbildungsangebote und parallel daran zu arbeiten, wie kann sich Lehrerbildung verändern, damit sowohl die Universitäten als auch die pädagogischen Hochschulen auch inklusive Institutionen werden? Ja, ja, ich habe mich zu Wort gemeldet, dass du mitten in deiner Wortmeldung warst. Du hast dann ein Stück von den Dingen, die ich sagen wollte, schon erwähnt. Also noch einmal zum Thema Weiterbildung. Mir fällt auf, weil ich die Weiterbildungslandschaft insbesondere im Zusammenhang mit Migration doch recht genau in Österreich über die letzten 10 Jahre beobachtet habe, dass es schon so einen regelrechten Boom gibt an Weiterbildungsangeboten zum Thema Interkulturalität, interkulturelles Lernen, Migration, Migrationspädagogik, dass aber all diese Angebote Lehrer und Lehrerinnen als Zielgruppe nicht erreichen. Also kann das auch aus einer eigenen Erfahrung sagen, ich komme von der Uni Graz ursprünglich, leite dort seit einigen Jahren einen Lehrgang zum Thema interkulturelle Elternbegleitung und die Hauptzielgruppe wären eigentlich Lehrer und Lehrerinnen. Es ist in 6 Jahren nicht gelungen, auch nur einen einzigen Lehrer oder Lehrerin zu gewinnen, an diesem Lehrgang teilzunehmen. Wir haben auch versucht, mit der Pädagogischen Hochschule in Graz zu kooperieren. Also ich habe da ein paar Fragezeichen und auch nicht wirklich viele gute Antworten, woran es liegt. Es liegt zum Teil daran, dass natürlich die Lehrer und Lehrerinnen so eine eigene Tradition haben, in welchen Institutionen sie ihre Weiterbildungen machen. Und ich habe interessierte Lehrerinnen auch gesprochen, die gesagt haben, es wird ihnen quasi verunmöglicht, so etwas in Anspruch zu nehmen. Also hier, denke ich, könnte man vielleicht noch einiges tun. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Und ich möchte aber zu dem Statement doch noch hinzufügen,
wenn wir über Weiterbildung, über Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen reden, dann ist das ein wichtiger Aspekt, aber es eben soll nicht vergessen werden, was auch du, Jeschim, angesprochen hast, dass natürlich die Organisation Schule deswegen nicht sozusagen aus dem Blickfeld gerät, weil die hat natürlich auch die Hauptverantwortung und soll das nicht an die Lehrer und Lehrerinnen delegieren. Die sind sozusagen ein Mosaiksteinchen in dem Ganzen, aber das sollte man sozusagen auch immer berücksichtigen. Michelle, und dann Herr Luciak. Also ich glaube auch, dass man nur zum Teil mit dieser unzureichenden Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen argumentieren kann. Ich habe im Jahr 1993 studieren begonnen und ich war sicher nicht im ersten Lehrgang, den gelehrt wurde, dass eigentlich diese Schule, die auf Homogenität und Homogenisierung und Disziplinierung ausgerichtet ist, nicht mehr zeitgemäß ist. Also inzwischen sind 20 Jahre vergangen. Und damals hat man schon gewusst, wir sollten nicht Fächer, sondern Schule und Schülerinnen unterrichten, wir sollen nicht mit ihren Schwächen, sondern mit ihren Stärken arbeiten. Also ich glaube, wir haben in dem Land ausreichend ausgebildete Lehrer und Lehrerinnen, sehr viele engagierte Lehrer und Lehrerinnen. Entweder können sie oder sie wollen nicht dieses System ändern. Nur ein Nachsatz zu dem, weil Sie zuerst angesprochen haben, die Freiheit der Lehre und ob das sozusagen hier das große Kriterium wäre, auch im Unterschied zwischen PHs und Universitäten. Das ist ja ein relativ dehnbarer Begriff, was immer darunter verstanden wird. Und ich sehe sozusagen die Schwierigkeit auch im Zusammenhang mit der Lehrerbildung eher dort, dass wo immer in Zukunft in welcher Institution das stattfinden soll oder ob es vielleicht eben auch so eine inklusive Entwicklung gibt, wie der Ewald Feierer das anspricht, was sehr stark vertreten sein sollte und im Moment nicht absehbar ist, ob es wirklich so sein wird, das ist forschungsgeleitete Lehre. Also wirklich stärker auf Forschung zu setzen, da haben bisher die BHs die Mittel nicht dazu gehabt, selbst wenn du davon sprichst, dass es also hier wissenschaftliche Begleitungen gegeben hat, wo man zuerst schaut, was gibt es für Probleme vor Ort und schaut dann wirklich, also wie kann man hier am besten die Probleme auch lösen. Das würde ja auch Sinn machen, aber eben verstärkt sozusagen auf forschungsgeleitete Lehre auch zu setzen, um dann diese Prozesse der inklusiven Schulentwicklung sich auch wirklich anzuschauen und zu sehen, in welche Richtung sich etwas entwickelt. Also da sehe ich, muss ein ganz sozusagen, und da darf man sich nicht gegenseitig jetzt ausspielen lassen und dann sagt, ja, ein Großteil macht man es doch so wie gehabt, wie es bisher immer auch stattgefunden hat an den BHs und die Unis machen dann irgendwie noch so Restbestände davon. Vielen Dank. Nach dem Ingenieur, Wortmeldung? Ja, vielleicht eine letzte Wortmeldung. Ganz kurz vielleicht. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, um welches Angebot es sich handelt. Also wir haben einen Masterstudiengang zum Thema Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, der unwahrscheinlich stark in Anspruch genommen wird an der Uni Wien, sodass wir eigentlich überhaupt gar nicht mehr diesen Zustrom sozusagen bewältigen können. Also wir haben eine Kapazität für 30 Studierende pro Semester. In diesem Semester haben sich 120 angemeldet zum Beispiel. Bei einer gleichzeitigen, bei einem Personalabbau zugleich. Das ist eine sehr schwierige Situation. Ich glaube, also wenn man auf diesen Fortbildungsmarkt schaut, der Umgang mit Migration, ist ja jetzt im Moment die Konzentration sehr auf Sprache ausgerichtet. Und vielleicht sind dann diese Lehrkräfte auch in solchen sprachbezogenen Maßnahmen zu finden. Das kann auch sein. Unter diesen monolingualen Bedingungen ist das ja auch weiter nicht verwunderlich, denke ich. Aber auch da gibt es zum Beispiel viel zu wenig Angebote, ja. Also wir sind die einzige Einrichtung im Grunde, die das kostenlos anbietet in ganz Österreich. Ich habe auch die einzige Professur zu diesem Themengebiet und da ist so eine Ungleichverteilung. Ich frage mich jetzt bei diesen Arbeiten zur Frage, wo die Lehrerbildung platziert werden soll, wer eigentlich den Überblick behält, also über das, was im ganzen Land passiert, wo die Angebote sind und wie sie verteilt werden, das sehe ich im Moment nicht, ob es das Wissenschaftsministerium ist, also wo ist die Stelle, mit der man das auch besprechen könnte, weil das jetzt viel zu stark, also dieser Prozess bezogen auf einzelne Standorte diskutiert wird und nicht so bundesländerübergreifend. Vielen Dank. Eine Veranstaltung zu einem solchen Thema muss
muss nicht unbedingt ein Happy End haben, aber vielleicht eine bildungspolitische Pointe. Und ich würde gerne noch einmal auf denselben Trick zurückgreifen wie am Anfang und Sie um zwei Sätze bitten, nämlich zu der Frage, weil das hat auch sozusagen mit der Genese dieser Veranstaltung zu tun, nämlich ein bildungspolitisches Statement abgeben zu wollen, zu der Frage, soll die Sonderschule in Österreich abgeschafft werden, ja oder nein? Und ganz kurz, warum? Ja, ich glaube, ich habe es schon beantwortet im Vortrag. Sonderschule soll abgeschafft werden, aber sie soll die Chance haben, sich mitzuentwickeln zu einer Schule für alle, so wie auch andere Schulen. Und man soll gemeinsam daran arbeiten, dass es insgesamt eine inklusive Schule, inklusive Bildungssysteme und eine inklusive Gesellschaft gibt. Ja, also ich bin zwar keine Spezialistin für die Sonderschule oder Förderschule, aber wenn ich mir anschaue, dass viele Kinder, die nicht ausreichend Deutsch können, an die Sonderschule abgeschoben werden mit verschiedenen Argumenten, obwohl das eigentlich nicht erlaubt ist, denke ich, ist das auch ein Grund dafür, dass die Sonderschule abgeschafft werden muss. Also einer der Gründe. Vielen Dank. Ja, schön. Eigentlich hatte ich auch dafür mit Ja beantwortet in meiner kurzen Rede. Und aber vielleicht abschließend kann ich ja sagen, solange die Sonderschule bestehen, sind sie gefährdet von Migrantenkindern. Die sind da überrepräsentiert und in der Zukunft vielleicht mehr. Ja, zur Abschaffung der allgemeinen Sonderschule, dass es noch weitere gibt, wo das sozusagen überdacht werden sollte, ob das so kategorisch gesagt werden soll, dass es sinnvoll ist, alle Formen von Sonderschulen abzuschaffen, da habe ich meine Zweifel. Also es gibt ja auch Modelle, wo man sozusagen Spezialsonderschulen versucht einzubetten in allgemeine inklusive Strukturen, aber trotzdem Kinder herausnimmt und gemeinsam unterrichtet. Aber all die Probleme, die ich angesprochen habe, was sozusagen Schüler mit sogenannten Lernbehinderungen, Verhaltensschwierigkeiten und so weiter anbelangt, da denke ich, müssen wir viel stärker in Richtung inklusive Schule arbeiten. Naja, das Ziel muss sein, dass die Sonderschule nicht mehr existiert. Und abschaffen ist immer so ein schwieriges Wort. Was schaffen wir ab? Ich glaube, es geht zentral, diese Maßnahmen zu setzen. Kein Kind mehr, zum Beispiel ab Herbst in den allgemeinen Sonderschulen. Kein Kind mehr in den allgemeinen Sonderschulen aufnehmen. Dann würde in 8-9 Jahren diese Schulform nicht mehr existieren. Bei anderen Sonderschularten braucht man vielleicht 1-2 Jahre länger, bis keines mehr aufgenommen wird. Von mir aus, das kann man sich genau anschauen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, im Prozess der Auflösung auch dieser Schulformen muss man eindeutig einsteigen. Vielen Dank. Wir haben schon längst die magische Grenze der 2 Stunden überschritten. Ich bedanke mich aber recht herzlich bei Ihnen, die noch da sitzen, bei denjenigen, die im Hörsaal 4 sitzen, ganz besonders bei Ihnen am Podium für Ihre Beiträge. Wir wünschen Ihnen sozusagen namens der Veranstalter noch weitere rege Diskussionen zu dem Thema und einen schönen Abend. Dankeschön.